Plattsport, der Sportpodcast. Willkommen vom Abgrund, oder am Abgrund, im Abgrund oder schon beim Fallen. Herzlich willkommen zur 46. Folge Plattsport. Wir haben uns heute zu trauter Runde versammelt mit einem Zugang in unserem Team. Jetzt stellen wir uns mal vor, erstmal. Ich fange mal an. Also, ich begrüße erstmal Ralf Politz, 48 Jahre, ist schon lange Unioner, ist ein halbes Jahr hier im Podcast dabei, erzeugt keinen Mehrwert. Hallo, Ralf. Hallo, Martin. Hi. Dann begrüße ich Rolf Grande, 36 Jahre alt, Axel Kruse Jugend. Großer Mehrwert. Kann über 20 Millionen eines Tages bringen. So in 30 bis 40 Jahren dann. Da freue ich mich drauf, Martin. Hallo Rolf. Hallo Martin. Und ich begrüße in Dortmund Max Konrad, 31, satt. Super Teamspieler. Kommt von Borussia Dortmund. Kein Mehrwert. Hallo Max. Ja. Ein Hallo in die Runde, herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr dabei zu sein. Genau, und am anderen Ende der Leitung der Real Martin Tetzlaff. Mehrwert müssen wir noch in Frage stellen. Ich bin so ein bisschen wie Grujic, ne? So geliehen von Liverpool, habe dazu keinen Bezug zu Hertha. Irgendwie fühle ich mich wie Grujic. Wo gehörst du dich zugehörig? Wo fühlst du dich aufgehoben? Irgendwo über 20 Millionen. Oh. Selbstbewusst. Ja, also, erstmal nochmal hier Max einzuführen. Max ist das sechste Rad am Wagen vom Plattsport. okay. Herzlich willkommen. Besser zu viele Räder als zu wenig. Auf jeden Fall. Ja, gute Panzer haben immer viele Räder an und die haben Ketten und die uns verbinden. Nein, Quatsch. Max ist das neue Mitglied bei Plattsport. Wir sind jetzt ein Sextett aus verschiedensten Männern. Wir brauchen irgendwann mal auch eine Podcast-Frau, finde ich. Also einfach, weil es mir zu männlich ist mit euch. Ja, finde ich gut. Ja, Max, bin ich dabei. Ja, okay. Also wenn wir hier draußen Hörerinnen haben, dann bitte meldet euch. Wir brauchen definitiv endlich mal ein bisschen Fachkompetenz im Podcast. Podcast. Tinder für Arme. Oh Mann. es tut mir leid. Das war wirklich ein Versprecher. Versprecher. Fangen wir nochmal an. Ich glaube schon. Wird rausgeschnitten. Lass laufen. Oh. Oh Gott. Wie fängt das denn heute an? Ja, das also kommt auf jeden Fall nachher ins Best-of Plattsport. Ja, das kommt in die Outtakes. Kann man als Bonusmaterial bei der DVD-CD dazu buchen. Ja, auf jeden Fall, Max, du bist tatsächlich 31 Jahre alt. Wir beide kennen uns schon so ein bisschen länger. Wir haben schon länger festgestellt, dass wir beide die Fußballleidenschaft teilen. Wir waren schon öfters bei irgendwelchen Freundeabenden. Ja. Du bist der Autor des Artikels über die Snooker Masters. War bisher so auch genau. in unserer Zielgruppe der Top-Click. Aber ich finde es trotzdem sehr wichtig, auch über sowas zu berichten. Und tatsächlich hast du über die Misere des deutschen Basketballs mit dem Pokalfinale geschrieben. Inwiefern berührt dich all das? Ich bin ja grundsätzlich ein Sportenthusiast und ja, deswegen sehr bunt aufgestellt. Sicherlich Basketball und Fußball mein Hauptinteresse, aber sei es Snooker oder Faustball oder hast du nicht gesehen, ich glaube, ich kann mich da für vieles sehr begeistern und finde es immer cool, wenn Menschen zusammenkommen, um Sport zu treiben und guck mir das gerne an. Treib auch selber Sport, wenn ich die Zeit dafür finde. Warum lachst du da so? Ja, weil es leider beruflich in den letzten Monaten eher schwierig geworden ist, aber ja, jetzt wieder regelmäßig zweimal die Woche freue ich mich, dass ich das wieder machen kann. Und ja. Du arbeitest deswegen, ja auch, ne? Als bist Journalist, ne?
So ist es, genau. Gerade bei den Ruhrnachrichten im Dortmund, im Lokalsport sehr interessante Geschichten rund um Kevin Großkreuz, der hier Trainer ist bei Türkspor in der Bezirksliga, die hier gerade die Liga anführen. Und ja, ob, da geben sich. Ob oder wegen Kevin Großkreuz? Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, also was mir einige Spieler mal erzählt haben von Türkspor, mit denen ich schon gesprochen habe, ist schon, dass er eine gewisse Wirkung auf die Spieler hat und von seinem Erfahrungsschatz durchaus auch die jungen Leute profitieren. Also er ist durchaus auch anerkannt bei den Spielern, so viel kann man glaube ich schon sagen. Und deswegen hat er eine gewisse Wirkung und der macht das halt mit einem, also die sind ein Trainer gespannt dort und ich glaube, die haben das da gut im Griff und das ist auch, ich sag mal so, finanziell unterstützt, in Anführungsstrichen, auch in der Bezirksliga hier in Dortmund. Und klar sind die nicht ohne Grund Erster. Aber ich glaube, wir haben schon noch was vor in den nächsten Jahren. Ja. Nur noch ganz kurz, bevor wir über finanziell, was hast du, wie hast du es gerade gesagt? Unterstützt, finanziell unterstützt. Ja, da kommen wir gleich zum Top-Thema heute auch. ja, Rolf. du warst früher auch, du kommst ja nicht aus Dortmund, du bist ja kein Ruhrgebietsler, kein Westfale, sondern du bist ein Brandenburger. Ja, richtig. Ursprünglich aus Blankenfelde. Wer es nicht kennt, ist so Berliner Speckgürtel, gleich beim Flughafen Schönefeld um der Ecke. Genau. Und da komme ich her. Hab dann in Berlin gewohnt, 8 Jahre. Und dann der Liebe wegen nach Münster, da 1,5 Jahre gewohnt. Und jetzt seit September 2019 in Dortmund. Und hoffentlich möge die Liebe noch lange währen. Auch das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Auch ja, ich bin optimistisch. Vorsichtig auch und trotz optimistisch. Dortmund. Oh. Du bist auch großer Dortmund-Fan. Ja. So ist es. Erfolgsfan. Ja. Hast du auch Aktien? Niemals. Nein. An Aktien würde ich nie investieren. Tja, vielleicht kommt irgendwann mal der Tag, wo bei einem unserer Hauptstadtclubs Aktien ausgegeben werden. Legt doch mal hier eure Handys weg, ey. Ja, die älteren Herren hier im Podcast, alle nur am Handy daddeln. Gibt's ja nicht. Ich aber weiß bei Hertha, nicht, was du hast. Ich habe eine Aktie. In deinem Handy? Natürlich, nicht im Handy, sondern zu Hause an der Wand hängen. Hm. Die alte Fürsterei-Aktie. Und kannst du dich noch dunkel dran erinnern? Da gab es mal das. Wir verkaufen unsere Seele, aber nicht an jeden. Und an den Teufel hat es aber doch eine Aktie gegeben. Aber bei Hertha kann ich mir das unter Windhorst durchaus vorstellen. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. nee, alle gut. Wir haben uns schon wieder verzettelt. Deswegen ganz gut, wenn du kommst, einfach grätschen. Einfach rein. Ja, okay. Ja. Also ich meine, gerade was Windhorst da vorhat in den nächsten Jahren und wenn er da wirklich bleibt, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass der auch sowas plant wie einen Börsengang. Ich meine, er hätte sich in der Richtung auch schon mal geäußert, dass er sich das dann durchaus vorstellen kann. Ah, das wusste ich nicht. Okay. Okay, dann fangen wir mal an. Es geht um Hertha BSC. Das ist ein Berliner Erstligist. 1892 gegründet. Wer es nicht weiß, da war bis vor kurzem der ehemalige Nationalstürmer, Bundestrainer, US-Nationalcoach Jürgen Klinsmann, Interimstrainer. Und wer kann das schöner zusammenfassen als ein Hertha-Fan, was da in den letzten 2,5 Monaten, 3 Monaten seit November in Berlin-Charlottenburg passiert ist als Rolf? Mit großer Begeisterung. Gut, was muss auch erst mit dem Handy nachblättern. Was war da? Welcher Trainer? Er hat schnell noch ein Sportbild-Abo abgeschlossen. Ja gut, ich meine, am Ende kann ja jetzt jeder Klinsmanns Tagebücher quasi lesen. Die heimen Tagebücher des Jürgen K. gut, ich meine, es waren 10 Wochen Höhen und Tiefen. Trainingslager in Florida, Trainings in Berlin. Aber da gab es eine coole Bootsfahrt. Genau, mit Lars. Das war das Highlight der ganzen Trainingsrunde. Ich glaube tatsächlich, Jürgen Klinsmann hat halt vor allem Präsenz nach Berlin gebracht. Er hat halt seine schillernde Persönlichkeit gebracht, hat Alexander Nuri mitgebracht. Sprachst du gerade von schillernd? Na gut, am Ende hat er tatsächlich sehr viel Fokus auf sich gelegt, auf sich genommen und dadurch konnte im Hintergrund sicherlich das eine oder andere passieren, was vorher so im Fokus stand, was jetzt ein bisschen sich beruhigen konnte. Darf ich dazwischen grätschen? Was hat sich bei Hertha beruhigt in den letzten Wochen? Ich sehe da überhaupt keine Beruhigung.
Na gut, die Beruhigung, die war ja zwischendurch durchaus da, weil der Fokus auf Klinsmann lag. Da war Winterpause. Auch das. Aber gut, jetzt so richtig Feuer kam ja quasi rein, als Jürgen Klinsmann der Meinung war, alles hinzuwerfen, ohne vorher mit irgendjemandem zu reden. Ja, und jetzt ist ja quasi wieder Party. Also ich glaube, momentan gibt es kein Medium, was mit Sport zu tun hat, wo nicht mindestens am Tag ein Artikel über Hertha ist. Nicht ein Artikel über Klinsmann. Das ist ja quasi alles voll davon. Ne? Also wir sind im Gespräch. Big City Club, Berlins Nummer 2. Läuft bei uns. Sag doch mal, wer ist denn Nummer 1? Schade, dass Holger jetzt nicht da ist. Ist es der damals Stadtmeister? Ja, okay, Stadtmeister. Berlins Nummer 1. So. Und in den Media Control Charts steigt ein auf Platz 1, Ralf Politz. Hallo. Ja, das ist tatsächlich also eine gebrauchte Saison von Anfang bis Ende. Also wie hält man das eigentlich aus? Also wir müssen jetzt mal ein bisschen ernsthaft darüber reden. Also ich meine, das fällt mir bloß bei diesem ganzen Theater, was da aufgeführt wird, wahnsinnig schwer. Wie kann man wie kann man da die Nerven bewahren und hoffen, dass noch irgendwie alles gut wird? Also am Ende, glaube ich, muss man als Hertha-Fan einfach hart sein. Man muss Nerven wie Drahtseile haben und ich meine, als richtiger Fan glaubt man an seinen Verein. Also ich meine, wenn man wirklich Fan ist, dann steht man dazu, in guten wie in schlechten Zeiten. Und ich meine, Hertha hat auch schon so viele schlechte Zeiten erlebt, mit Abstiegen bis in die, ich glaube sogar Oberliga runter. Das war damals die dritte Liga. Oder, genau, ja. Die dritte Liga war es damals. 86, 87. Und von daher, wir sind schlechte Zeiten gewohnt. Dass das jetzt, wie gesagt, alles so gerade im Fokus steht, ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer, weil im Endeffekt wird ja schmutzige Wäsche gewaschen in der Presse. Und das ist halt schon ein starkes Stück. Aber am Ende geht es um den Verein. Ziel muss es halt sein, in der Bundesliga zu bleiben. Und dafür muss man halt alles geben. Und da kann Jürgen Klinsmann seine Tagebücher rausbringen, wer möchte. Am Ende geht es halt auf den Platz, dann um Punkte. Also lass uns doch mal versuchen, in dem, was Klinsmann jetzt auch über die Sportbild unabsichtlich in die Welt gesetzt hat, Ansätze zu finden für realistische Kritik. Also wo man sagen kann, da sind die Strukturen tatsächlich verkrustet, da ist Michael Preetz übergriffig, da stimmt es auch mit dem Marketing-Themen nicht, da ist Gegenbauer jemand, der seine Versprechen nicht einhält. Wo ist Ansatz für berechtigte Kritik, die Klinsmann äußert? Also es ist schwierig, da einen berechtigten Ansatz zu finden, weil er halt einfach einen kompletten Rundumschlag macht. Man kann jetzt natürlich Michael Preetz vorwerfen, dass da irgendwo Stagnation da ist. Also Michael Preetz aus meiner persönlichen Sicht tatsächlich eher ein Verwalter. Was er sehr gut macht, der Michael Preetz, muss man halt wirklich sagen, sind die Transfers. Also das hat auch Klinsmann selber gesagt. Genau, und das ist eine gute Geschichte. Dass jetzt mit den Trainern bisher kein glückliches Händchen da war bei Michael Preetz, ist, glaube ich, auch ganz klar zu sehen. Also mehr Trainer als Managerjahre vorhanden. Das ist aus meiner Sicht nie ein gutes Zeichen. Naja, mit Pardal hat er doch einen guten Griff gehabt. Das war tatsächlich ein guter Griff. Aber da ist ja aktuell die Aussage, dass die beiden sich jetzt nicht wirklich verstehen, dass man sich da irgendwo überworfen hat. Preetz und Dardai, genau. Weil Pal Dardai am Ende auch zu fannah gewesen sein soll. Also auch da immer wieder die Geschichte, dass er zum Beispiel mit Ultras gegrillt hat. Und das kam dann halt am Ende im Verein nicht so gut an. Was ist denn dagegen? Warum nicht? Genau. Was dagegen anzubringen? Sorry, Martin. Ja, kein Thema. Also aus meiner persönlichen Sicht ist da nichts gegen anzubringen, aber offensichtlich kam das halt entsprechend bei der Führung der KGAA nicht so gut an. Also ich stelle mir gerade Urs Fischer vor, wie er ein paar schöne Eberswalder mit den Ultras der Unioner umdreht. Die gibt es doch gerade bei Rewe im Angebot, die Stadionwurst. Ja, aber die Krakauer sind das. Sind es Krakauer? Hast du schon gekauft? Nein. Okay, aber wir lassen uns Gott sei Dank nicht vom Westen kaufen, ne? Natürlich und, nicht. Und bei Rewe gibt es dann auch ein Sticker-Album, ne? Da gibt es so ein paar Panini. Oh, Alter. Gibt es auch bei dir um der Ecke. Mit dem schlimmsten Wortspiel ever.
wir werden ewig kleben. Wahrscheinlich fehlt unten Sticker. Oh. Ne? Den haben sie gar nicht in die Produktion gebracht. Und Aber da kommen wir, also zur Union kommen wir ja später. Jetzt gehen wir nochmal zu Klinsmann und zu Preetz. Preetz, ich meine, wer deckt ihn und oder wer stützt ihn? Weil er steht ja immer wieder in der Kritik. Er wird durch die Medien gepeitscht, die Fans sind unzufrieden mit ihm. Wenn es schlecht läuft, klar, wenn es gut läuft, dann denkt keiner an Preetz, dann ist es nur die Mannschaft. Aber warum ist Preetz so lange Manager und trotz seiner Fehlgriffe bei den Trainern und auch seiner nicht gerade wirklich sehr, naja, überzeugenden Transferarbeit, wie hält so ein Mensch so lange in dem Amt aus? Das ist tatsächlich eine berechtigte Frage. Also am Ende muss er ja innerhalb des Vereins die Rückendeckung haben, zum Beispiel von Gegenbauer. Ansonsten bildet er ja auch ein Duo mit Ingo Schiller. Der eine ist für die Finanzen zuständig und der andere halt für das Sportliche. Und wie gesagt, aus meiner Sicht, die Transfers waren schon ganz ordentlich. Also man hat ja auch tatsächlich in der Zeit einen Transferplus erwirtschaftet von ca. 21 Millionen. Und wenn es mal Phasen gab, wo es ein Transferminus gab, dann war, glaube ich, das Höchste waren 2,5 Millionen Transferminus in der Saison. Und ich sag mal, das sind Summen, die sind jetzt nicht gerade groß. Also ich glaube, da hat sich so ein Trio, wie du schon ansprichst, von Schiller, Gegenbauer und Preetz eingespielt. Die drei sind ja jetzt schon ewig, ich habe keine Jahreszahlen im Kopf, überhaupt nicht, aber gefühlt schon ewig da zusammen. Und ich glaube, dass die halt sich gegenseitig so ein bisschen stützen. Und Preetz ist ja schon so eine gewisse Identifikationsfigur, würde ich sagen, bei Hertha. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, würde ich gar nicht bewerten. Aber wenn ich Preetz sehe, denke ich sofort, gerade bei Hertha gespielt. Ich habe noch Stürmertore von ihm im Kopf, so Anfang der Nullerjahre oder Ende 90er. Und ja, ich glaube, der ist da einfach so drin, dass der ist auch schwer zu ersetzen für jemand, der Neues, wenn da jemand Neues kommt. Ja. Das ist ein guter Punkt, oder? Wer könnte denn Preetz überhaupt ersetzen? Weil das Absägen so einer Personalie zu fordern, ist ja immer einfach, aber da muss man auch, finde ich, immer einen Plan in der Tasche haben, wer es dann macht. Axel Kruse. Ist der Manager-Typ? Zumindest kann er anpacken. Also ich habe nur das Interview beim RBB gesehen. Zur Trainerentlassung von Klinsmann? Weiß ich gar nicht mehr. Oder zum Trainerabgang von Klinsmann? Zum Abgang, ja, glaube ich. Das habe ich auch gesehen. Und da habe ich auch gedacht, naja, ja der hat das Herz am rechten Fleck. Aber ja. Stell dir mal vor, demnächst macht Thorsten Matuschka die Transfers bei Union. Weil der kann auch anpacken, ne? Ja, dann werden zukünftig die Spieler nach dem Tuschekreisel eingestellt. Wer kann am besten kreiseln? Ja, oder beim Mediamarkt Torwände schießen. Gewinne abräumen. Ja. Aber am Ende ist es ja tatsächlich so, man muss sich ja immer erstmal die Frage stellen, wer kann dann kommen? Also wenn ich jetzt jemanden rauswerfe, sollte ich ja schon was in der Hinterhand haben. Jörg Schmadtke wäre doch super. Na gut, es muss dann nicht immer ein Prominenter sein. Ich meine, am Ende ist ja auch die Frage, muss man Michael Preetz tatsächlich komplett absägen oder kann man vielleicht einfach auch Aufgaben nochmal anders zu verteilen? Weil Transfers ist ja eine Sache, die er schon ganz gut gemacht hat. Vielleicht kann er das ja auch weiterhin machen. Und für die anderen Sachen zum Beispiel so Richtung Trainer, Training, gibt es dann halt jemand anderes. Ich meine, wir haben ja einen Performance-Manager, gut, der ist jetzt auch nicht großartig in Erscheinung getreten bisher. Ich glaube, zuletzt hat er Abwehrtraining irgendwie geleitet. Aber er performt hoffentlich. Also Arne Friedrich performt tatsächlich selber im Fitnessstudio. Also ich empfehle tatsächlich sein Instagram-Profil, da ist immer ganz viel von ihm von Fitness zu sehen. Also vielleicht kann man sich auch mal was abschauen. Arne Friedrich ist aber auch beim Training, hast du gesagt. Ja, das wusste ich gar nicht. Genau, also da habe ich Berichte gehört, dass er tatsächlich das Abwehrtraining leiten soll. Ich meine, gut, er war ja Nationalverteidiger, ne, und da kann man sich vielleicht was abgucken. Aber hat er eine Trainerausbildung? Muss man das haben dafür? Na, weiß ich nicht. Nee, keine Ahnung. Aber es wäre interessant zu wissen. Ich dachte, weil Performance Manager, ich muss zugeben, ich dachte, der ist sowas eher nach außen jemand, also so Richtung Marketing. So hat sich das für mich angehört. Für mich hat sich so angehört, als wenn er so innere Prozesse vom okay. irgendwas managt. Das war auch mein. Dass die Performance vom Team dann genau, gesteigert wird. Genau, dass man guckt, wie sind die Spieler drauf, dass man ein bisschen auch vermittelt zwischen Trainer und Manager, um da ein paar Sachen
ja, quasi aufzudecken. Also ich hatte es auch tatsächlich so verstanden, dass er so ein bisschen mitläuft und das alles auch ein bisschen, ja, beobachtet quasi. Interessant, okay, bei dieser Sportbildgeschichte ist ja, dass er sagt, ja, Alexander Nuri ist ja sozusagen ein tolles Trainerteam und es wirkt ja jetzt so, als wenn das Trainerteam, was Klinsmann eingebracht hat, jetzt immer noch den Verein quasi sportlich leitet, aber das definitiv nicht den Segen der Vereinsführung hat. Also, weil, ja, so Klinsmann als Schattentrainer habe ich irgendwo gelesen. Ja gut, Jürgen wollte ja quasi die Universalmacht haben, wie es in England ja quasi gang und gäbe ist, dann der Manager zu sein, und der Manager ist dann quasi ja, gleichzeitig Trainer und hat quasi die Macht, um alles zu erledigen, Spieler zu kaufen, zu verkaufen. Jo, also ich habe dieses berühmte Facebook-Video mir angeschaut, und als er das erzählt hat, dachte ich, naja gut, das ist einfach, das ist der Jürgen, ne? Der probiert halt neue Sachen aus, der will neue Sachen einführen, was woanders funktioniert, warum nicht in der Bundesliga? Also grundsätzlich kann ich das schon verstehen, dass wenn man sich da hinstellt und sagt, naja, ich möchte gerne sozusagen das alles optimieren und am besten alles aus einer Hand. Der Trainer macht die Transfers, der macht die Ausstellung, der weiß, was er im Kader hat. Er ist der Einzige sozusagen, den man dann anpissen kann, wenn es darum geht, das läuft nicht rund. Ja, dann gibt es halt nur einen Verantwortlichen, dann zieht sich nicht der eine irgendwie zurück und lässt den anderen im Regen stehen. Das ganze Problem ist bloß, Jürgen Klinsmann ist doch eigentlich nur ein Interimstrainer gewesen. Von also vornherein. Der Plan war, dass er tatsächlich nur bis Saisonende Trainer ist. Er wollte ja scheinbar auch mehr, was Hertha dann nicht wollte, weil er hatte ja offensichtlich große Pläne. Und am Ende ist ja schön, wenn er dann alles gewesen wäre, aber so wenig leidensfähig, wie er selber war, was hätte das werden sollen, wenn er dann einfach hingeschmissen hätte und dann wäre gar keiner da gewesen. Aber wie schizophren muss eine Person sein, die Montag noch im Facebook-Interview zu den ganzen Fans sagt, wir sehen uns morgen am Trainingsplatz, hohe, euer Jürgen, bis morgen. Und am nächsten Früh beschließt der Mann nach dem Kaffee, vielleicht hat er was schief hängen gehabt im Magen, Salz muss aufs Klo gehen, Kaffee. Keine Ahnung, beschließt er, ich gehe jetzt. Ja, also ich war letzte Woche vor Gericht, da ging es um, in meinem Laden. Du selbst? Nee, ich war als Zeuge geladen und in meinem Laden war letztes Jahr jemand, der hat mich quasi überfallen, muss man ein bisschen schon sagen, und der war aber krank, der Typ, der ist dann rausgegangen und hat dann auf der Straße ein Auto von der Zivilpolizei mit unseren Flaschen beworfen, das war eine ganz verrückte Geschichte, jedenfalls fiel da während der Verhandlung bei der Sicherungsverwahrung der Begriff paranoide Schizophrenie. Und so ein bisschen in diese Neigung haben ja viele Prominente. Also man muss nur an diverse Staatschefs denken in Amerika, Brasilien, Türkei oder so. Ja, warum nicht auch Jürgen Klinsmann? Also was Schizophrenes hat es tatsächlich schon. Auf der einen Seite sagt er wochenlang, ja Mensch, der Champions League in 2 Jahren, nächstes Jahr Europa und das wird ja richtig groß, und dann liest du hier die geheimen Jürgen Klinsmann Papers in der Sportbild durch und dann kritisiert er den Verein für unrealistische Ziele, die sich da vereinsetzt. Also da ist schon was dran, finde ich. Schwierig, ja. Also ich meine, ich sag mal, wenn er wirklich hoch hinaus will, sag ich, muss er natürlich das auch entsprechend nach außen vertreten. Und da gehören dann aus meiner Sicht auch große Worte dazu. Und so muss er dann auftreten. Was er dann eventuell intern rausfindet, kann er ja immer noch aufschreiben. Also ich meine, wenn jetzt nicht alles rund läuft, dann muss ich auch gucken, ob ich das besser mache. Aber ich muss nach außen natürlich trotzdem irgendwie ein positives Bild vermitteln. Ich kann ja nicht nach außen gehen und sagen, du, Hertha ist total schlecht. Ich würde zwar ganz gerne demnächst Euroleague und Champions League spielen, aber. So, aber dann kann ich mich ja auf jeden Fall nicht hinstellen. Auch wenn das meine tatsächliche Meinung ist, kann ich mich nicht hinstellen und sagen: Ich meine, er ist ja nicht dazu gezwungen worden, irgendwie jetzt kündige ich mal nächstes Jahr die Europa League an und darauf das Jahr dann die Champions League. Muss er ja nicht sagen. Absolut nicht, aber ich kann mir halt vorstellen, dass er sagte, gut, denke groß, spreche groß, dann wirst du groß. Na gut, er hat ja die Möglichkeit bekommen, Winters hat ihm 80 Millionen zur Verfügung gestellt, ich glaube es waren 78 nur, egal, und die hat ja nicht nur Preetz angeschleppt, die 78 Millionen nicht, aber die Spieler dafür,
Die müssen ja in Absprache erfolgt sein. Also er muss ja sich damit eingebracht haben. Preetz bringt doch keine Spieler an, die am Ende Klinsmann nicht will. Also das muss doch eine Absprache zwischen beiden gegeben haben. Also konnte er sich doch schon in der Winterpause praktisch mit seinen Vorstellungen einigermaßen durchsetzen. Das ist halt die Frage. Also wer dann am Ende tatsächlich die Transfers veranlasst hat? Naja, er brüstet sich ja mit den Top Transfers mit einer wahnsinnigen Chance auf eine Wertsteigerung, wenn der gesamte Vorstand zurücktritt. Das ist ja. Gut, ich meine, die Transfers, die ja jetzt auch passiert sind, die sind ja für die Zukunft. Also ein Cunha ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler, der jetzt auch schon ein paar Anlagen gezeigt hat. Gut, vielleicht ein bisschen zu verspielt für die aktuelle Situation. Piontek zum Beispiel ja auch quasi eine Aktie für die Zukunft. Toussaint, falls er denn kommt, wenn wir nicht absteigen. Du hast hier wieder das gleiche Problem wie früher auch. Du hast eine Ansammlung individueller Klassenspieler, also Klasse nehme ich jetzt mal zurück, eine Ansammlung individueller einigermaßen guter Spieler, die aber keine Mannschaft bilden. Man muss ja nur nach Köpenick gucken, da wird es ja anders vorgemacht. Mit weitaus weniger Geld hat man eine Mannschaft geformt. Man braucht nicht immer die 80 Millionen, um eine Supermannschaft zusammenzustellen. Man an dem Spruch, Freunde müsst ihr sein, ist ja irgendwas dran. Also, oder 30 Freunde. Oder 30 Freunde, ja. 35 Freunde. Wobei ja auch gerade nicht alles Friede vor der Eierkuchen ist. Polter ist, glaube ich, unzufrieden, habe ich gehört. Da kommen wir später zu. Ja. Ich finde, da ist schon was dran. Also ich meine, du hast halt in der einen Stadthälfte, würde ich jetzt mal ins Böse sagen, hast du jemanden wie Preetz, der wirklich ganz andere Mittel hat und in andere Fächer greifen kann und dann einfach Spieler holt, die, naja, irgendwie nicht gut zusammenpassen. Und dann zur gleichen Zeit hast du einen Trainer, der noch nie Bundesliga gemacht hat, Ante Čović, der die Mannschaft mit gutem Wissen und Gewissen auf den Platz schickt, aber tatsächlich nicht so der junge, wilde, gute Taktiker ist, wie Nagelsmann, der auf einmal hochgezogen wird und diese ganze andere Gang wie Kohfeldt und so, und solche Jungs. Und da stimmt es, finde ich, vorne und hinten nicht. Du hast einen Manager, der wild einkauft, wo man das schon bei den Transfers das Gefühl hat, was wollen die denn eigentlich mit denen? Aber ich finde es schade, dass die bei Hertha nicht länger an Čović festgehalten haben. Weil da setzen die zum zweiten Mal quasi auf einen Modelleigenbau, in Anführungsstrichen, nach Dardai. Und dann kriegt er noch nicht mal ein halbes Jahr die Chance, die Mannschaft da in der Bundesliga zu etablieren. Klar hat er seine Fehler gemacht, aber wer macht das nicht, wenn er im ersten Jahr in der Bundesliga ist? Ich glaube, sie hätten durchaus Pluspunkte gewinnen können, wenn sie ihn länger gehalten oder wenn er jetzt noch im Amt wäre, meiner Meinung nach. Und ihm die 80 Millionen hätten geben können. Das ist unabhängig davon, würde ich behaupten. Ich muss aber nochmal drauf eingehen, zum Anfang der Saison hatte Hertha die Kohle noch nicht in der Tasche. Also als die ganzen Transfers zum großen Teil gelaufen sind in der Sommerpause, war die große Knete noch nicht da. Die ist dann quasi erst danach da gewesen. Und dann kam, glaube ich, noch der Marius Wolf, aber ansonsten war in der Sommerpause da erstmal nicht so viel. Na, wann ist denn der Luke Bacchio gekommen? Stimmt, den haben Fehlerkauf, sie auch noch, 20 Millionen, Fehlerkauf. War doch Easter der größte Einkauf. Stimmt, den haben sie dann auch noch gerade so reingeeist, aber das war dann eigentlich eher zum Ende der Transferperiode. Ich glaube, wenn man die Kohle schon deutlich früher gehabt hätte, hätte man sicherlich auch nochmal anders arbeiten können. Aber gut, ich meine, am Ende, jetzt ist es so, wie es passiert ist, da brauchst du jetzt auch nicht mehr sagen, hätte, wenn und aber. Das stimmt, aber das Kind ist jetzt im Brunnen, aber für die Zukunft kann man ja mal gucken, wann fällt denn das Kind eigentlich immer in den Brunnen und warum? Also das ist für mich eine Frage, die beantwortet werden muss bei Hertha. Und nochmal, also dieses Gesamtheitliche, wie man Kader zusammenstellt und dazu gehört auch der Trainer in diesem Kader, also als nicht kickendes Personal. Da stelle ich mir die Frage, ob man da wirklich gut beraten war, nach jemandem wie Dardai, der aus einem eigenen Stall kam, der früher Spieler war, jemanden zu holen, der eigentlich im Prinzip nochmal aus demselben sozusagen Sud kommt und nicht jemand, der neue Einflüsse von draußen bringt. Vielleicht wäre doch ein etwas erfahrener Trainer der richtige Weg gewesen, um zum Beispiel auch mit Top-Spielern
gut zu arbeiten, um Top-Spieler zu entwickeln. Welche Funktion hat denn Čović in der was war die U19, wo er vorher war? Nein, U23, zweite Mannschaft, Regionalliga. Ah, okay. Aber ich meine, wo hat er da mit Top-Spielern zusammengearbeitet auf dem Niveau von Luke Bakio und Ibisevic und um irgendwie Spieler zu entwickeln? Die Erfahrung hatte er ja gar nicht. Und die haben halt voll auf den Identifikationsfaktor gesetzt und das finde ich gut. Weil das hast du eher selten im Bundesliga-Geschäft. Also außer Streich würde ich mal da jetzt ein bisschen rausnehmen. Aber das finde ich doch gut, eher mal auf einen Mann aus den eigenen Reihen zu setzen. Also hatte man doch davor. Er hat mir da ja einigermaßen gut geklappt. Ja, genau. Da habe ich ja gerade schon gesagt. Das ist halt, finde ich gut. Also ein Trainer, der vermeintlich mit den Ultras grillt, also mehr Nähe zum Volk kannst du ja gar nicht haben und mehr Identifikation kannst du gar nicht aufbauen. Wir grillen übrigens nicht mit dem Trainer, wir gehen angeln. Ja, deswegen fand ich es ja so gut, dass sie nach Dardai nochmal auf jemanden aus den eigenen Reihen gesetzt haben. Ja, aber das, was an Dardai falsch war, gewesen sein soll, ja, angeblich immer zur zweiten Hälfte der Saison bricht man ein. Also ich meine, das Versprechen kam jetzt nicht von Čović automatisch, dass es dann alles besser wird. Also aus meiner Sicht ist ein großes Problem bei Hertha, dass Hertha insgesamt sehr bieder ist. Das ist aus meiner Sicht ein Problem. Und Pal Dardai war halt nicht so bieder. Darf ich kurz fragen, bieder im Gesamten des Vereins oder nur in den Strukturen, wie die Mannschaft geleitet wird? Also aus meiner Sicht tatsächlich in weiten Teilen des Vereins. Da fehlt es irgendwie an Ideen, an Kreativität. Und das ist halt schwierig. Ich meine, gut, die Medienabteilung macht eigentlich einen ganz guten Job. Also die, Facebook, Twitter, YouTube, da wird schon ganz gute Arbeit geleistet. Da wird ja auch ganz viel Nachwuchs auch ausgebildet. Also da wird auch immer wieder auf Neues und Kreatives gesetzt. Aber an anderen Stellen fehlt es halt. Also wenn du jetzt zum Beispiel in den Fanshop gehst, ne, dann denkst du so, okay, cool, das, was da jetzt hängt, ja. Darf ich mal fragen, wie stellst du dir denn so den optimalen Fanshop vor? Was muss da drin sein, um irgendwie ein bisschen funky rüberzukommen und nicht bieder? Also ich verstehe das mal so, du meinst, es ist wirklich so die olle Tante, die da mit alten Hemden und alten Devotionalien ausgerüstet ist. Nein, ganz so schlimm ist es nicht, aber ganz oft stehst du da und denkst dir so, cool, das Motiv jetzt ist jetzt nicht so das Tollste. Also da fehlt es halt irgendwie so ein bisschen auch an Auswahl, an Breite. Ich habe mir mal sagen lassen, in Bielefeld kriegst du im Fanshop von Arminia Bielefeld auch einen Gullideckel. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ne? Tja. Wollen wir mal Kevin Kühnert fragen, ob da ein Zusammenhang besteht. Der kann das, glaube ich, beantworten. Nee, aber jetzt mal, ja. Sorry, ich weiß immer nicht, wann ich Leuten ins Wort fallen darf. Mach einfach machen, Nino. Man muss nur sagen, das ist dein erster Podcast. Das ist die Podcast-Premiere von Max heute. Deswegen freue ich mich ja so sehr über die Einladung. Ich glaube, bei Hertha, hast du, Rolf, auch irgendwann mal gesagt in einem eurer vielen Podcasts, die ihr schon zusammen aufgenommen habt. Ich habe dir ja versucht, möglichst alle zu hören. Es ist mir nicht ganz gelungen. Aber sind die so auch kurz? Viel zu lang? Ich habe den 4-Stunden-Podcast habe ich gehört, den Jahresrückblick. Oh. Echt genial, der war super. Aber das Problem bei Hertha ist, glaube ich, so ein bisschen zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Also Hertha, die Fans und der Verein stellt sich so vor, wir wollen irgendwie in die Europa League so und immer unter die ersten 8, aber irgendwie dann sind doch im Mittelfeld, vielleicht haben sie auch mal mit dem Abstieg zu kämpfen. Aber ja, da ist für mich immer so eine gewisse Diskrepanz. So, ich weiß, das ist jetzt sehr allgemein in den Raum geworfen, aber Rolf, vielleicht verstehst du, was ich meine, vielleicht siehst du es doch ganz anders. Nein, am Ende ist es ja tatsächlich so und deswegen bin ich der Meinung, es ist halt dieses Biedere. Also du brauchst halt irgendwo in dem Verein Kreativität, um Ideen zu entwickeln, um voranzukommen. Und das sehe ich aktuell bei Hertha nicht so. Kennt ihr alle Cinderella? Ja. Aschenputtel. Aschenputtel, genau. Aschenputtel geht ja da auf diesen Ball und hat dann diese gläsernen Schuhe an und ist einfach bezaubernd schön und irgendwie kriegt sie am Ende dann den Prinzen oder so. Ne? Man könnte auch sagen, Hertha ist der Frosch und muss geküsst werden. Nee. Also das klingt jetzt böse. Ich hoffe, alle Hertha-Fans schalten jetzt nicht ab, die zuhören. Ich finde, Hertha ist so ein bisschen vom Anspruch her wie diese dicken
Töchter von der von der Stiefmutter, die sehen alle aus wie die Nacht und haben die schönsten Kleider an und hochgepumpt mit Geld, aber sie sind einfach nicht schön. Sie werden einfach keinen Prinzen kriegen. Und im Moment würde ich sagen, ist das keine Cinderella-Story bei Hertha. Also die Mädels müssen ein bisschen abnehmen, ein bisschen bescheidener werden. Ich glaube, das planen sie doch. Abnehmen wollen sie doch. Ein kleineres Stadion. Ach nee, das soll ja jetzt schon wieder auf 90.000 gehen. Nein. Das kam aus der Presse. Ey Rolf, wie hält man das aus? Das mit den 90.000 kam ja aus der Presse. Also da war ja bei der Pressekonferenz, hat ein Journalist das in den Raum geworfen und Lars Windhorst hat das ja einfach nicht dementiert. Aber er hat nie gesagt, ja, es muss 90.000er Stadion sein. Aber trotzdem, diese ganzen Storys, allein schon diese Szenerie, wie dann Gegenbauer Windhorst, der auf einmal sympathisch rüberkommt, angeblich, und Preetz sitzen da wie Hühner auf der Stange und bashen dann Klinsmann, der am Tag davor in einem Raum in Brandenburg, hat er ja noch gesagt, ich sitze hier in Brandenburg, bin also in der Nähe, also wie als wenn er aus der Stadt geflüchtet wäre, wo Schergen ihn aufknüpfen wollen. Wie hält man diese skurrile Muppet-Show eigentlich aus? Also ganz im Ernst, also ich stelle mir vor, das wäre jetzt bei Union so. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber wenn ich es mir vorstellen müsste, ich würde leiden, wahnsinnig leiden. Na gut, wir hatten ja auch die wilden 90er, wo jeder mal durfte und jeder mal konnte. Gut, aber die sind Geld vorbei. Rausgeworfen, ja, natürlich sind die vorbei. Wurde ja auch Geld verballert ohne Ende, Präsidenten verschlissen. Die Zeiten gab es ja auch. Ich meine, aktuell sind wir halt einfach mitten in der Folge von gute Hertha, schlechte Hertha. Und da ist halt viel Liebe, viel Schmerz. Und am Ende musst du halt durch. Also ich meine, ich kann es halt immer nur wieder sagen, so als richtiger Fan gibt es halt gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten und da gehst du halt durch mit deinem Verein. Und jetzt hast du halt gerade ziemlich boulevardeske Zeiten. Also ich wollte schon Eintritt zahlen dafür. Herzlich willkommen. Wir können jeden Euro gebrauchen aktuell. Ja. Tja. Also vielleicht nochmal ein ganz allgemeines Wort zu Klinsmann. Ich glaube, das ist einfach kein Trainer, oder? Also ich glaube, das ist einfach mehr so ein General Manager. Ich glaube, Rolf, du hast es gerade vorhin schon gesagt. Aber er ist halt einfach nicht die Persönlichkeit für den Trainerjob. So, sondern er hat mehr das große Ganze im Blick. Richtig. Naja, oder er ist eher ein Motivator, oder? Motivator, Person, die im Scheinwerferlicht steht, das ist sein Job. Ich meine, es war ja auch damals bei der Nationalmannschaft. Da hat ja auch jeder gesagt, der eigentliche Kopf hinter der Mannschaft, hinter der Aufstellung ist Jogi Löw. Mhm. Und Jürgen Klinsmann war halt der Motivator und die große scheinende Figur. Ist ja auch nicht zwingend ein schlechter Job, muss man ganz klar sagen. Die Frage ist, wie passt das dann im Gesamtbild zusammen von der Mannschaft und von einem Trainerteam? Ja, deswegen die Sache, warum, also nein, ich will jetzt, ist ja alles schon passiert, ne, und es kann man jetzt nicht mehr rückgängig machen, aber warum hat man Klinsmann damals in das Amt geholt? Warum wäre es vielleicht nicht sinnvoller gewesen, Nuri gleich dahin zu heben und Klinsmann mehr im Hintergrund arbeiten zu lassen? Also wer hat Klinsmann eingesetzt? War doch Windhorst. Na gut, am Ende war es Michael Preetz ganz offiziell. Ne, der, weil der als Manager Sport ist das halt seine Entscheidung. Gut, Ingo Schüller muss auch zustimmen, das ist ja eine einstimmige Entscheidung, weil er muss ja die Kohle dafür freimachen. Na, Klinsmann war ja nur für den Aufsichtsrat vorgesehen, oder? Richtig, er war ja sogar offiziell schon im Aufsichtsrat. Und persönlicher Berater von Windhorst. Und persönlicher Berater von Tenor / Lars Windhorst. Übrigens, der persönliche Berater von Mateschitz war ja wohl damals Beckenbauer. Vielleicht sollte man eher den nochmal rankarren. Nein. Oder Dieter Hoeneß. Nein. Was macht eigentlich Dieter Hoeneß gerade? Wie bitte, was? Was macht Dieter Hoeneß gerade? Ich tippe auf so Repräsentant für Pfaff-Nähmaschinen oder irgendwelche Privatier. Oder Schreibmaschinen oder so von Schneider. Keine Ahnung. Er leitet die Wurstfabrik seines Bruders. Okay. Nee, ich habe keine Ahnung. Alexander Nuri, lasst uns doch mal darüber reden. Ein nachgewiesen schlechter Trainer. Also ja. Rein von den Ergebnissen. Warum hat Hertha den immer noch auf dem Stuhl sitzen?
Das ist eine berechtigte Frage, also die, nicht, ich mir, nicht, die ich mir genauso stelle. Also die Frage habe ich mir schon vor dem 0-5 gestellt. Erst recht danach. Also man hat es ja auch schon bei Werder Bremen damals gesehen, Alexander Nuri ist taktisch limitiert. Und in Ingolstadt hat er, glaube ich, kein einziges Spiel gewonnen. Das auch, genau. Ja. Und ich frage mich weiterhin, warum ausgerechnet er, was hat er, was andere nicht haben? Na, so wie das klang, für mich als Außenstehende klang das so, als ob er der große Kumpel vom Cleansee war. Und er ihr mitgebracht hat. Also so wurde es suggeriert, so habe ich verstanden. Aber spätestens dann, wenn Klinsmann die Biege macht, muss man sagen, okay, der gesamte Trainerstab hat das Vertrauen nicht. Wir holen uns jetzt jemanden mit einer komplett neuen Mannschaft, der das nicht nur interimsmäßig macht, sondern wo man sagt, wenn es erfolgreich läuft, lass uns doch damit in die Zukunft gehen. Und nicht nur in die kurzfristige Zukunft. Ich hatte bei Twitter, glaube ich, geschrieben, probiert es doch mal mit Labbadia. Aber ich glaube, dadurch, dass Hertha so überrascht worden ist durch den spontanen Klinsmann-Rücktritt oder wie man das auch immer nennen mag, waren sie erstmal baff und wussten nicht, wen sie jetzt da hinsetzen sollen auf den Trainerposten. Na gut, aber seitdem sind ja auch schon fast wieder 2 Wochen vergangen. Also, das stimmt. Ja. Ich bin mir auch sicher, dass da im Hintergrund schon die Drähte von Preetz und irgendwelchen Trainern laufen. Aber nochmal, also mein Vorschlag wäre, nehmt doch den Labbadia bis zum Ende der Saison, der hat schon andere Mannschaften da rausgeholt und ist tatsächlich auch ein guter Trainer, wie er in Wolfsburg gezeigt hat. Da hat er bloß das Problem gehabt, dass Jörg Schmadtke nicht mit ihm in den Urlaub fahren möchte. Ansonsten ist das doch ein guter Trainer. Ich glaube, der schöne Bruno war schon häufiger mal im Gespräch bei Hertha. Ja, und einfach leistungsbezogen schaffst du den Klassenerhalt, kannst du in die Zukunft mit uns gehen. Und dann kriegt man halt nicht Kovac, aber ich glaube, da geht Hertha gerade all in. Also Kovac selber sagt ja, dass er eigentlich nach England möchte. Also Hertha steht da, glaube ich, nicht so auf seiner Karte. Aber vielleicht pokert er auch. Kann er durchaus sein. Ich glaube, das ist eigentlich nur eine Geldfrage. Wenn er jetzt bei Hertha einen gut dotierten Vertrag bekommt, gibt es keinen Grund, nicht zu Hertha zu gehen für ihn. Ich meine, Kovac wäre tatsächlich auch wieder eine Identifikationsfigur. Er ist Berliner, hat auch lange zusammen mit seinem Bruder bei Hertha gespielt. Und das wäre halt auch quasi wieder einer von uns. Aber ist der nicht auch, genauso wie er bei Bayern, einfach zu nett war? Auch für Hertha zu nett? Also passt der wirklich zu Hertha? In dieses Chaos da? Und auch da gibt es, wie gesagt, mit Preetz, Schiller, Gegenbauer gibt es dieses Trio, verkrustet, und dann kommt ein Kovac und der soll sich dann in diese Struktur da reinsetzen. Der wird doch auch sagen, Leute, wir müssen aber hier die Struktur ein bisschen verändern. Ich glaube nicht, dass Kovac sich, man weiß nicht, wie es kommt, aber ich glaube nicht, dass Kovac freiwillig nach Berlin kommt. Ich glaube, er fühlt sich für Höheres berufen. Also kann ich mir nicht vorstellen. Entweder wartet er auf den großen Job aus Paris oder aus London oder sonst woher. Oder vielleicht, dass er zu Bayern wieder zurückkehren kann, keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass er nach Berlin zurückkommt. Also zumindest nicht als Trainer. Airbnb? Was? Nein, dass er sich nach Berlin zurückzieht, um hier Urlaub zu machen. Na schön, Airbnb. Ist auch egal. Muss ja nicht jeder lustig finden. Ich meine, am Ende ist halt wirklich die Frage, wer passt zu Hertha als Trainer? Und das ist, glaube ich, eine ziemlich schwierige Frage, weil, wie du auch schon gesagt hast, Martin, wer will sich das jetzt in der Konstellation und auch in der Situation antun? Ist da also nicht vielleicht sogar ein bisschen Wahrheit dran, was Klinsmann in seinem Tagebuch da niedergeschrieben hat? Gut, ich meine, das werden halt nur wenige Leute beantworten können. Und wie gesagt, am Ende ist es eine schwierige Frage. Also ich denke schon, dass Gegenbauer, Schiller, Preetz ein eingespieltes Team sind. Und da ist halt die Frage, wie kann man das dann berechnen? Ich meine, am Ende gibt es jetzt schon den einen oder anderen, der sagt, pass auf, im Mai ist Mitgliederversammlung, da wird das Präsidium gewählt. Und dann wird man auch da dann sehen, was eventuell passiert. Bis dahin müssen sie auf jeden Fall einen guten Trainer präsentieren, wo die Leute sagen, ey, der kommt jetzt zu uns. Aber nochmal, es wird sehr schwierig werden, so jemanden zu verpflichten.
Weil es wird ja jetzt gerade offengelegt, was da eigentlich alles im Hintergrund schiefläuft. Also auch was Klinsmann da in diesen Tagebüchern schreibt von einer unangebrachten Nähe von Leuten aus dem Marketing mit der Mannschaft und dass die da teilweise mit im Bus sitzen und dass Preetz und ich glaube Keuter oder wer in der Kabine vom Trainer sich da auch umziehen, um privat Sport zu machen. Gut, also am Ende ist ja auch die Frage, stimmt das alles, was er da erzählt, oder ist das eventuell nur die beleidigte Leberwurst? Das ist halt immer schwer zu sagen von außen. Also, na, Hertha will ja darauf nicht eingehen. Ist jetzt das nicht drauf eingehen auf bestimmte Sachen auch eine Form von Zustimmung? Nicht sagen? Also ich hatte gelesen, dass Michael Preetz anwaltlich gegen Jürgen Klinsmann vorgehen möchte. Naja, gibt es auch ein paar persönliche Vorwürfe und Das stellt Preetz ja natürlich insgesamt in ein schlechtes Licht. Also man hört übrigens jedes Rauschen, Max. Tut mir leid, Entschuldigung. Mach es nie wieder. Nein. Es ist ein erstes Mal, da kann halt nicht alles richtig laufen und glatt. Ja. Wir kriegen ja bloß immer so einen Ohrkrampf, wenn du... Ich glaube, dass es schwierig für Hertha ist, aktuell eine große Nummer zu präsentieren als Trainer oder ein anderer Manager oder was auch immer, weil Hertha selber aktuell nicht weiß, ob Fisch oder Fleisch, ob großes Stadion, ob kleines Stadion, ob Olympiastadion. Es fehlt so eine kleine Vision. Es fehlt so eine Vision für Hertha. Wer bin ich überhaupt? Bin ich jetzt der Big City Club? Bin ich der kleine Club aus Charlottenburg? Besinne ich mich auf die alten Wurzeln zurück? Stichwort Plumpe. Also Hertha versucht gerade allen möglichen Leuten, allen möglichen Bewohnern von Berlin liebes Kind zu sein, also für jeden was zu bieten. Und ich glaube, das ist der große Fehler. Also Hertha braucht eine Ausrichtung, braucht eine Nische, wo sie sich aufhalten, wo sie ihr Konzept entwickeln können. So jetzt aktuell für jeden was irgendwas darstellen zu wollen, glaube ich, das funktioniert auf lange Zeit nicht. Und so lange verhinderst du eigentlich auch, dass vielleicht prominente Trainer, prominente Manager oder was auch immer kommen. Nur gerade dann wäre zum Beispiel auch ein eigenes Stadion endlich mal eine gute Sache. Naja, da meine ich ja. Weil da kannst du dich ja dann entwickeln, da kannst du dich Auto austoben. Im Olympiastadion ist es ja so, wenn kein Spieltag ist, du wirst im Olympiastadion nichts davon mitbekommen, dass Hertha dort spielt. Da ist nirgendwo in den Katakomben irgendwas davon zu sehen. Das Einzige, was in den Katakomben hängt, sind die Trikots vom DFB-Pokal. Die hängen da immer. Aber es hat ja nichts mit Hertha zu tun. Also das einzige Hertha-Trikot, was dann quasi da ist eigentlich von der zweiten Mannschaft damals, die gegen Leverkusen im Pokalfinale gespielt haben. Wusste ich gar nicht, dass da sowas hängt. Sowas hängt da, die quasi Ruhmeshalle vom DFB. Naja, die Tatanbahn ist ja auch ein bisschen blau. Richtig, aber gut, ich meine, die Tatanbahn musste ja eh rein damals für die Olympischen Spiele und ob die jetzt rot oder blau oder grün oder gelb ist, hat, glaube ich, am Ende auch nicht den Preisunterschied gemacht. Also dann zu sagen, wir haben das Olympiastadion extra für euch umgebaut, nein. War das nicht für die WM 2006? Das war offiziell für die WM 2006. Weil du gerade Olympia gesagt hast. Entschuldigung. Es ist ja nur ein Olympiastadion. Es ist ein Olympiastadion. Ja, die Tatanbahn war ja früher schon drin. Die haben sie ja nicht als 2006 eingebaut. Nee, das nicht, aber vorher war sie, glaube ich, halt rot. Rot oder... Ja, aber es gibt schon ein paar Zeichen, dass da Hertha drin ist. Also es gibt nirgendwo in Deutschland sonst ein großes Stadion mit Tatanbahn und das recht nicht in der Farbe blau. Richtig, aber ich weiß, was er meint. Du läufst aufs Olympiastadion zu, du siehst einfach nur ein historisches Gebäude und implizierst nicht, da spielt ein Fußballclub. Weil man sieht es ja einfach von außen nicht. Ich kann das schon irgendwie nachvollziehen. Das ganze Stadion ist so anonym, anonymer geht es nicht mehr. Und das ist ja auch das Ding, wenn jetzt jemand von außen kommt, der vielleicht mit Fußball nicht so viel zu tun hat oder sich vielleicht in Berlin auch nicht so auskennt. So, der kommt da an am Olympiastadion und sieht auch cool, was Ralf gesagt hat, klassisches historisches Gebäude, gefällt mir. Aber wer da spielt an der Stelle, siehst du nicht. Alte Försterei ist halt anders. Du kommst da an und merkst sofort, alles da, Union. Genau, dran. Ich gehe in mein Wohnzimmer, lege die Füße auf den Tisch, klappe mein Bier auf und fühle mich zu Hause. Aber es gab doch mal ein paar, viele Fans, die so ein Banner gemacht haben bei Hertha in der Ostkurve, Olympiastadion unsere Heimat. Hat sich das durch eure Aktion mit dem blau-weißen Stadion eigentlich auch jetzt mal ein bisschen verschoben, dass in der Kurve das nicht mehr so als Heimat wahrgenommen wird? Also ich denke schon, dass das Olympiastadion weiterhin als Heimat wahrgenommen wird. Also ich persönlich bezeichne es immer noch als mein Wohnzimmer. Und, saugt da jemand? Nein. Dann fahren da Autos wahrscheinlich. Ja, das ist auch. Der Wasserkocher in der Küche. Hört ihr das? Sitzt du in der Küche? Nein, ich sitze im Wohnzimmer. Hört ihr das wirklich? Ja. Ja.
Aber ist gut, ja, dann kriegen wir vielleicht jetzt einen schönen Kaffee. Die Küchengeräusche sind wir eigentlich sonst nur aus Pankow gewohnt, aus der Küche. Aber da laufen dann immer so Kinder rein. Die Podcast-Kinder, genau. Ja. Grüße nach Pankow zu den Kollegen von Textilvergehen. Ja, vielleicht kommt auch meine Liebste gleich mal wieder hier rein und sagt Hallo, guten Abend. Ja gut, aber ich meine, sowas gehört ja zum Podcast dazu. Ne? Du brauchst ja auch mal ein bisschen Emotionen oder irgendwas, was auch zeigt, dass wir jetzt nicht im sterilen Kämmerchen sitzen, sondern dass wir halt wirklich... In so einem anonymen Studio, ne? So ein Tonstudio. Ja. Also hier ist quasi alles echt, hier ist nichts gestellt, hier wird nichts weggeschnitten, sondern wenn hier was passiert, dann passiert das. Ich wollte nur ganz kurz zu der Stadiondebatte, die ihr gerade geführt habt, noch ein Wort einfügen. In Dortmund, da kennt man das Stadion auch sofort. Es hat nämlich gelbe Säulen oder wie sagt man, gelbe Stadionmasten. Ich weiß, wie heißt denn das, Mensch? An denen das Stadion quasi die Außen, nicht die Flutlichtmasten, sondern ich komme gerade leider nicht drauf, wie das heißt. Tut mir leid. Auf jeden Fall. Ja, das auch, aber eher das drumherum quasi, was das Stadion nach außen hin festhält. Die Fassade? Ja, kann sein. Die gute alte 30er-Jahre-Fassade? Nee, die ist bei Dortmund nicht 30er-Jahre, würde ich sagen. Auf jeden Fall ist die halt in Gelb. Achso, du redest jetzt von Dortmund. Ich bin ich rede von bei Dortmund. Hertha. Nee, emotional. Wir sind in Dortmund gerade, ja. Genau, und da kennst du halt sofort an den gelben Säulen, dass du halt dann in Dortmund bist. Um nochmal diesen Union-Gedanken. Ich habe mich da voll mit. Ich habe mir da mal ein Bild aufgemacht vom Signal Iduna Park, aber das ist tatsächlich, so wie ich das sehe, die Halterung der Dachkonstruktion. Ja, genau. Ja, das meine ich. Es ist doch Dach, ja? Krass. Okay, das ist tatsächlich fürs Dach. Also. Okay. Ja, stimmt. Und ein blaues Dach? Ich weiß nicht, ob das aktuell ist, aber das Dach sieht hier gerade sehr blau aus. Aber ich war ja letztes Jahr mal kurz in Dortmund vor dem Stadion und da ist ja auch dieser Fanshop, der da irgendwie so mitten auf so einem Platz raufgeklatscht ist. Und ich muss sagen, das ist das Beispiel von, es ist einfach echt zu viel des Guten. Es ist zu viel Merchandise, es ist zu viel, da muss für wirklich jeden irgendwas dabei sein. Und 2 Stunden vorher war ich im Fanshop an der Arena auf Schalke. Und da muss ich sagen, das war ein kleinerer Fanshop, aber der war irgendwie nett, weil der einen Bezug genommen hat auch auf die Region. Da hing dann so diese Spinde von der Decke wie früher bei den Bergmännern, wo die da ihre Helme und ihre Ausrüstung reingemacht haben. Das hing da oben auch, bloß da lagen dann Trikots und Bälle und so drin. Das war irgendwie viel netter gemacht. Und die Auswahl war auch so, dass ich dachte, okay, das ist jetzt viel, aber es ist nicht zu viel. Und in Dortmund fand ich es zu viel. Und ich war jetzt noch nicht ich kenne den Hertha-Fanshop am Hauptbahnhof. Ist der repräsentativ? Schwer zu sagen. Also ich kenne ja die Fanshops tatsächlich in der Geschäftsstelle, Hauptbahnhof, Europaplatz und Europaplatz ist ja der Hauptbahnhof, Europa Center. Ja. Und natürlich auch den im Stadion. Und die sind alle tatsächlich alle ziemlich verschieden. Also jetzt dazu sagen, dass ein Fanshop repräsentativ ist, sehr, sehr schwierig. Also, aber du bist überall unzufrieden. Also was ich einfach in den Fanshops feststelle, ist, dass die tatsächlich ziemlich steril wirken. Und was halt auch die Sache ist, ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Vereinen ist, du hast halt immer das Gefühl, da sitzt eine studentische Hilfskraft, die auch nicht wirklich sich identifiziert mit dem Verein, sondern ja, ich habe jetzt hier meinen Studijob und wird schon. Also ich weiß es zumindest aus den Stellenanzeigen von Union Berlin, wenn da jemand gesucht wird für den Fanshop, dann steht da immer, es sollte eine gewisse Affinität zu Union Berlin auch schon vorhanden sein. Hast du das Gefühl, bei Hertha in den Fanshops ist das nicht so? Also ich meine, ich hätte jetzt eine gewisse Affinität zu Union Berlin. Die Frage ist, wie sich diese Affinität dann ausdrücken muss. Ja, aber ich glaube, es ist schon klar, was ich meine, oder? Aber bei Hertha hast du das Gefühl, die identifizieren sich nicht mit Hertha. Richtig. Aber wie kommt das? Also will da keiner arbeiten? Oder? Hat das Merchandise Hertha selber in der Hand oder ist das extern? Also ich meine, dass da gibt es zumindest jemanden, der fürs Merchandise verantwortlich ist, im quasi Unternehmen.
Aber wie das jetzt im Detail abläuft, da bin ich nicht eingebunden. Ich meine, ich finde die großen Sprünge, nicht großen Sprünge, sondern den doch als Union wieder das Merchandise in eigene Hände genommen hat, hat sich einiges getan. Es gab einfach mehr Ideen, mehr, ja, vielleicht mehr Kreativität, weil man den Verein kennt, weil die Leute, die was entwickeln, die sich mit dem Club befassen, vielleicht auch Fans von dem Club sind, als wenn das Außenstehende machen, die das 0815-Produkt vielleicht für Dortmund, dort für Schalke, dort für Hertha entwickeln, wo im Prinzip nur das Logo geändert wird. Also am Ende, selbst wenn es jemand bei Hertha wäre, der verantwortlich ist, hatte ich ja vorhin schon gesagt, Hertha ist halt Bieder und das drückt sich dann natürlich auch im Fanshop aus. Ich fände als tollen Fanartikel, es gab ja früher immer diese Schaumstoffhand mit dem Finger, dass man so winken konnte, so, die war dann irgendwie so gefühlt einen Meter groß, diese Hand. Und Hertha ist ja für mich immer der Mittelfinger der Bundesliga. Und das mal zu machen mit Mittelfinger sozusagen und darauf noch die Fresse von Hertinho drauf und irgendwie, ihr könnt uns mal alle. Oder ja gut, so aber bei Mittelfinger, da müsste dann eigentlich das Gesicht von Jürgen Klinsmann jetzt drauf. Oder Effenberg. Nee, aber jetzt nochmal ernsthaft, also Hertha, ja, das Image von Hertha ist ja eher so die Hauptstadtmaus, so die graue und noch nicht so richtig irgendein cooles Image, wo viele drauf hängen bleiben. Und ich finde, das fängt auch schon im Erlebnis im Stadion an, wenn du reinkommst. Klar, da ist dann das Stadion auch dran schuld, dass der Sound so blöd ist, aber auch die Filme, die da oben laufen. Ich habe immer das Gefühl, man probiert sich so ein bisschen der Jugend im Wedding anzubiedern, mit irgendwie Pseudo-Rap-Songs, die da mal laufen, mit irgendwie, ja, das ist irgendwie so unstimmig, das spiegelt nicht den Verein wider, oder beziehungsweise auch die Diversität, die dieser Verein ausmacht. Und ich finde tatsächlich auch, Blau ist eine kühle Farbe, da kannst du auch nicht so richtig Emotionen machen. Also irgendwie peppig irgendwas machen. Das ja gut, aber am Ende sind es halt die Vereinsfarben. Was willst du, ja, was willst du das machen? Also ja, ich meine jetzt das stimmt schon. Den Jürgen Klinsmann und auch komm, jetzt ändern wir mal die Vereinsfarben. Das stimmt, aber nimm mal einen Verein wie Chelsea, der geht irgendwie da mit Ela um, mit Blau-Weiß. Ich finde, die Außendarstellung von Chelsea fängt schon mit dem Wappen an. Und in das gesamte Merchandise, auch das Fanwear und was du kaufst, sieht irgendwie insgesamt edler aus, ein bisschen cooler aus. Und bei Hertha, ja. Vielleicht liegt es einfach daran, weil es bei Chelsea ein anderer Blauton ist. Vielleicht sollte Hertha einfach nur kleinere Brötchen backen. Also nicht sagen, wir sind ja der Big City Club, der für ganz Berlin dasteht, sondern wir sind der Club aus dem Wedding, wir stehen für das und jenes und nicht versuchen für alle in Berlin irgendwie da zu sein. Ja, dafür müsste auch nicht das Stadion im Wedding stehen, um das zu sagen. Ja gut, aber am Ende ist ja Hertha tatsächlich Verein für die ganze Stadt. Also das funktioniert doch nicht. Wenn du hast in Berlin nicht nur zwei Fußballmannschaften, sondern unzählige, die auf den Sprung sind, vielleicht in höhere Ligen zu kommen. Du hast Eishockey, du hast Basketball, du hast Handball. Da jetzt Alleinvertretungsanspruch zu haben und zu sagen, wir sind der große Big City Club, das könnten dann die Eisbären von sich behaupten, das könnte Alba von sich behaupten. Da fehlt so die Linie, da fehlt die Lücke. Die wasservolle Spandau. Die gibt es auch noch, genau. Viel zu wenig Zuschauer. Also Vertreter für ganz Berlin zu sein, funktioniert, glaube ich, nicht. Dafür ist die Stadt einfach zu groß und auch zu verschieden. Und diese Nische, die du jetzt stark machst, die hast du ja vorhin schon angesprochen, das finde ich genau richtig, die findet Hertha halt nicht, weil Hertha irgendwie versucht, alle möglichen Sparten, das ist ja das, was du gerade angesprochen hast, Martin, abzudecken, aber sie schaffen es halt nicht, die Identifikationsgruppe, die sich mit ja, Hertha wirklich vollends identifiziert, zu finden, sondern sie versuchen halt irgendwie in allen Gruppen ein bisschen zu fischen und das ist halt vielleicht so das Problem, ganz allgemein gesagt. Meine weniger Zuschauer als zu einigen Spielen. Man kann doch da mal was wagen. Also man verliert ja keine Zuschauer. Es sind ja teilweise nicht sehr viele da. Also insofern, warum naja, nicht mal... Also ich sag mal so, niedrig ist bei Hertha eigentlich nur noch die Auslastung. Das Stadion ist schon eigentlich, wenn die Zuschauerzahl jetzt nochmal 50.000 sind es ungefähr im Schnitt, oder? Wenn die, also ich meine, 45, 50, ist schon mehr als vor 15 Jahren. Also da tatsächlich ist es so, dass bei Hertha der Zuschauerschnitt stagniert. Also da passiert eigentlich jetzt auch über die Jahre nicht viel. Egal, ob wir
gut spielen, oben sind, ob wir nicht so. Ja, gut aber spielen. Langfristig hat sich da schon was entwickelt. Also seitdem das Stadion so ist, wie es ist. Es hat ja auch ein bisschen was da gewonnen, finde ich, nach dem Umbau, dass die Akustik besser geworden ist. Die war ja vorher, verflog ja total im Wind. Und naja, also das Problem ist, dass die Akustik jetzt eigentlich immer noch nicht wirklich toll ist. Es gibt zwei zentrale Probleme. Das eine zentrale Problem ist das Marathontor, weil wenn der Wind da reinpfeift, wird natürlich alles aus dem Gästeblock am Marathontor quasi ins Stadion reingetragen. Und die Ostkurve redet, singt gegen den Wind an. So, das ist ein Problem. Das zweite ist, es gibt ein Gutachten, was ganz eindeutig sagt, das Dach schluckt den Schall. So, und damit hast du natürlich, wenn du singst, so Dach weg, Punkt. So, eigentlich müsste der Schall ja in einem ordentlichen Fußballstadion ja auch vom Dach quasi abprallen, um dann die volle Wucht zu entfalten. Worauf ich hinaus wollte, war ja eben euer Projekt mit dem blau-weißen Stadion, was ich auch super fände, wenn Hertha ein richtiges Stadion hätte. Ich glaube, das wäre dann auch, wenn Union zum Beispiel mal ein Auswärtsspiel hat und Hertha hat ein Heimspiel, ich habe frei und ich möchte mal wieder guten Fußball sehen, wäre das für mich eher ein Anreiz, als jetzt ins Olympiastadion zu gehen. Also das ist das Kernproblem von dem Verein. Plus als Folgeproblem einfach das Image und gut, ja, da muss ich, glaube ich, mal dazu bekennen, dass man eben viele Leute anspricht, aber auch eine alte Klientel von Hertha-Fans anspricht, die aus West-Berlin kommt und vielleicht auch ein bisschen mehr wieder den Fokus da zu suchen, ja, also ein bisschen mehr Stadtteil-Feeling. Gut, am Ende gibt es verschiedene Baustellen und zum Beispiel beim Stadion ist es aus meiner Sicht ganz gut, dass es da eine Faninitiative gibt, die jetzt so auch ein bisschen versucht, das Ruder in die Hand zu nehmen, zu vermitteln, unter anderem zwischen der Stadt und Hertha, um das mal zu lösen, weil offensichtlich kriegt der Hertha das selber irgendwie nicht so wirklich hin mit dem Stadion. Machen wir da mal einen Punkt. Wir haben jetzt fast 50 Minuten über Hertha gesprochen. Jetzt nochmal der letzte Punkt bei Hertha, den ich hier habe, ist nur noch der Abstiegskampf. Glaubst du, dass Hertha wirklich noch was mit dem Abstiegskampf zu tun haben wird? Oder ist die Lücke zwischen Hertha und Düsseldorf, ich glaube, das sind jetzt 9 Punkte? Das sind meiner Meinung nach aktuell 6 Punkte. Ah, 6. Aber, ja, okay, dann sind 6. Aber glaubst du trotzdem, dass das reicht? Also ich persönlich bin fest der Überzeugung, dass es reichen wird. Gut, am Ende müssen wir jetzt gucken, was morgen passiert. Also oder heute, je nachdem, wann das jetzt rauskommt. Wer jetzt 6 Punkte Spiel sagt, muss hier 5 € an die Neven Subotic Stiftung spenden. Apropos Neven Subotic Stiftung, da habe ich mir bei Twitter erlaubt, mal zu Weihnachten so einen kleinen Weihnachtskalender zu machen und habe jeden Tag ein Projekt vorgestellt und da war die Neven Subotic Stiftung unter anderem mit dabei. Ja, also gute Sache. Cool. Ich habe darüber auch gelesen in der Elf-Freunde-Ausgabe, wo er noch bei Saint-Étienne gespielt hat. Saint-Étienne? War es Saint-Étienne? Genau. Kann das sein? Ja, richtig, ne? Ja, super Sache. Ja. Sorry, wollte ich nur einwerfen. Darfst weiterreden. Also alle schön an die Neven Subotic Stiftung spenden. Ja. Und was ist das jetzt morgen eigentlich für ein Spiel? Na gut, das ist morgen auf jeden Fall ein Spiel Hertha in Düsseldorf. Okay. In der verbotenen Stadt. Und auf jeden Fall ist es ein wichtiges Spiel. Ein Spiel, was man am besten gewinnt und nicht so wie gegen Köln mit 0-5 verliert. Und da das ja ein sehr entscheidendes Spiel ist, weil zwischen Hertha und Düsseldorf 6 Punkte liegen, wie könnte man so ein Spiel denn noch so nennen im umgangssprachlichen Bereich von euch dreien? Hat da jemand eine Ahnung? Nee? Also man sagt ja normalerweise, werden ja 3 Punkte vergeben, aber wenn in so einer Konstellation keiner will spenden. Ein 4-Punkte-Spiel. Nein. Das wäre es übrigens früher gewesen, ne, als die Punkteregel noch nicht eingeführt wurde. Oh, dank der 6-Punkte-Regel ist damals Kaiserslautern das erste Mal abgestiegen. 6-Punkte-Regel, genau. 3-Punkte-Regel. 95-96 ist Lautern zusammen mit Frankfurt erstmals aus der Bundesliga abgestiegen und das war die erste Saison, wo es 3 Punkte pro Spiel gab und nach der 2-Punkte-Regel wäre Lautern damals nicht abgestiegen. Nur wen es interessiert. Und dann sind sie nach einem Jahr zweite Liga wieder aufgestiegen und gleich Meister geworden. Und wer war im Tor? Reinke. Richtig. Und wie hieß sein Vorname? Warte mal, Andreas. Richtig. Und wie hieß sein Gefährt, was er gefahren hat?
Das ist jetzt so ein Nerd. Das weiß ich nicht. Ich kann dir sagen, Olaf Marschall hat im Sturm gespielt und in der Verteidigung war Harry Koch und so, aber dann hört es auf, glaube ich. Also das Otto Rehage war der Trainer. Das hätte ich auch noch hingekriegt. Also der VW-Bus, mit dem Andreas Reinke immer zum Training gefahren ist und überall hin und her gefahren ist und die anderen sind Porsche gefahren und er VW-Bus und der VW-Bus hieß Bulli. Stark. Ja, okay. Das wäre jetzt Nerdwissen gewesen. Okay. Gut, also Hertha steigt nicht ab. Hertha wird dieses Spiel um 3 Punkte morgen gewinnen. In Düsseldorf, da gibt es ja noch... Davon gehe ich aus, aber ich meine, ich habe mich auch aus dem Fenster gesagt, komm, Hertha gewinnt zu Hause 2-0 gegen Köln und gut, am Ende war es 0-5. Wie war das Eckballverhältnis? Vielleicht hast du das gemeint. Tatsächlich war das Eckenverhältnis, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, am Ende 4-3 für Hertha. Also das war eine der wenigen Statistiken, wo wir vorne lagen. Ne, aber Ecken schießen keine Tore. Nächstes Jahr machst du mit in unserer Tipprunde. Gut, da bist du auch dabei, oder Ralf? Bei welcher Tipprunde? Nee, bist du nicht bei unserer Tipprunde? Bei dieser Bar-Theorie? Die ja, genau. Ja, bei genau. Dem Tipp, da bist du auch genau. Dabei. Union-Ralle, ne? Ja, richtig. Gut, einer muss ja am Ende Letzter werden, also von daher. Na, warum? Meine Relegation ist ja immer noch eine Variante, aber selbst die Relegation wird in diesem Jahr schwierig, wenn man davon ausgeht, Hamburg, Stuttgart... Heidenheim. Bielefeld steigt direkt auf. Mhm. Also das wäre ein schwerer Gang. Also gut, aber da gibt es ja genug andere Mannschaften, die sich aktuell darum reißen abzusteigen. Also Düsseldorf zum Beispiel, Bremen, Paderborn. Ja. Na gut, ich sprach ja auch nicht vom Abstiegsrang, sondern vom Relegationsrang. Ja gut, aber alleine die drei reichen schon, damit Hertha dann nicht im Abstieg oder Relegationsrang ist. Das ist doch das Glück auch von Union Berlin, dass dieses Jahr drei Mannschaften dabei sind, die tatsächlich irgendwie da unten bleiben wollen. Und dass Union auch noch irgendwie ganz gut Fußball spielt. Gut, da gibt es ja geteilte Meinungen. Da gibt es ja einige, die sagen, Union kann nicht Fußball spielen. Sagt das noch einer? Ich glaube nicht mehr. Ihr raschelt ziemlich, oder? Ja, das ist da das Mikrofon. Nee, das bin ich nicht. Was? Echt, ja? Wirklich? Ja. Tut mir leid. Mann. Ich sitze hier ganz ruhig. Mit der Chipstüte in der Hand, ne? Ich habe den Podcast gemacht. Das ist die Chipstüte. Ja, also Union spielt auch einen ganz guten Fußball. Also man kann jetzt nicht sagen, dass sie nicht Fußball spielen wollen. Ich war jetzt beim Spiel gegen Frankfurt. Doch schon ganz schön, wir drehen jetzt mal das Thema so ein bisschen hier oben. A wird mit B getauscht, würde ich sagen. Ich war teilweise echt erstaunt, wie krass die Passsicherheit bei Union war, wie sie im Direktspiel die Frankfurter förmlich auseinandergenommen haben und wahnsinnig schnell vor dem Tor waren, der Frankfurter. Ja, das Frankfurter Spiel habe ich nur in der Zusammenfassung gesehen, aber das war ja bei Leverkusen auch schon so. Also man hat auf einmal gemerkt, es funktioniert mit Hacke, es funktioniert mit in kleineren Lösungen, also mit technischen Lösungen, nicht den Ball einfach nach vorne zu bolzen. Also die haben ja teilweise beim Heimspiel gegen Leverkusen auseinandergenommen auf dem Feld. Also nicht gleich einfach den Ball nur nach vorne gehauen, sondern man hat versucht, das Ganze spielerisch zu lösen. Und das sah teilweise super aus. Und ich muss echt sagen, das Spiel gegen Leverkusen fand ich eines der besten Spiele, die Union innerhalb dieser Bundesliga-Saison absolviert hat. Ich habe das Spiel leider nicht gesehen. Nur die Zusammenfassung. So ging es mir mit Frankfurt. Hm. Hat jemand das Frankfurt-Spiel gesehen von euch? Auch nur Zusammenfassung. Ich habe es gar nicht gesehen. Es ist halt tatsächlich nicht mein Verein. Das ist ja dieses Leid der Montagsspiele, die es leider noch gibt. Vielleicht im nächsten Jahr, glaube ich, nicht mehr oder übernächsten Jahr. Montagsspiele, einfach 2 Tage Urlaub, geht nicht. Ich meine, vielleicht hat Union am Ende auch gewonnen, weil Frankfurt halt mit der Doppelbelastung. Dann sich nicht so schnell regenerieren konnte. Ist sicherlich kein Nachteil. Gut, aber soweit ich das gesehen habe, hat ja Frankfurt die B-Mannschaft da auflaufen lassen, mehr oder weniger. Das gegen Union? Ja, also das sah schon ziemlich nach erster Mannschaft aus, muss ich sagen. Also die haben jetzt nicht irgendwie wie Liverpool es im FA Cup macht und so. Ich glaube aber 5 Wechsel waren trotzdem, oder? Also das kann durchaus sein. Aber nichtsdestotrotz, die Top-Spieler aus dem Spiel gegen Salzburg waren auch da mit auf dem Platz. Also Eintracht Frankfurt-Fans, meldet euch und sagt, welche Mannschaft ist aufgelaufen gegen Union, die A- oder die B-Mannschaft? Hm.
Naja, wählt A für eine A-Mannschaft und B bitte für B-Mannschaft. Drückt jetzt auf den Knopf, auf eure Fernbedienung. Trotzdem musst du, egal ob nun Frankfurt mit 3, 4 anderen Spielern spielt, wie bei dem Sieg gegen Salzburg, erstmal in Frankfurt gewinnen. Und dafür größten Respekt. Also Bayern hat da, glaube ich, 1-5 verloren. Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Und deswegen musst du da erstmal gewinnen, egal wen die da aufs Feld schicken. Wie ist denn eure Meinung? Ihr habt das Spiel zwar nicht gesehen, aber die Frankfurter Fans haben ja gegen den gegen das Montagsspiel protestiert, indem sie einfach ihren Block nicht gefüllt haben und ein riesiges Banner, ein schwarzes mit weißer Schrift Montag und dann so ein Verbots- oder durchgestrichen Zeichen raufgepackt haben. Glaubt ihr, dass das mit ein Grund war, dass die Frankfurter nicht so richtig aus dem Pushen kamen in diesem Spiel? Nein, glaube ich. Könnt ihr euch das grundsätzlich vorstellen? Nee, wenn man viele Spieler hört, die sagen, die sind im Tunnel, die kriegen gar nicht mit, was auf dem Ring los ist. Andere sagen, die kriegen es mit, aber die meisten sagen, die laufen auf, die sehen das kurz und dann sind sie in ihrem Tunnel. Ich glaube nicht, dass das eine Rolle gespielt hat. Na gut, aber wenn ich jetzt irgendwie in die Ränge gucke und da sitzt keiner, also das ist ja das erste Bild und es heißt ja auch immer wieder, die Frankfurter Fans und das, was da alles passiert, pusht die Spieler zusätzlich. Und wenn dann plötzlich gar keiner da ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das dann, ja, irgendwie, da ja, fehlen dann die Prozente. Naja, gar keiner ist ja nicht richtig. Das Stadion war ja trotzdem dreiviertel voll. Es fehlten ja halt nur die, ich sag mal, wenn man sagt, die Ultras, also die waren ja nicht da. Also dass das bitte kein Ultra hören, dass nur die Ultras gefehlt haben. Also weil, wenn bei Union, korrigiert mich gerne, aber die Waldseite ist das, ne, wo die größte Stimmung ist? Die ist richtig? Überall. Naja, sagen ja, wir mal, aber die Waldseite, die geben die Stimmung vor. Genau. Sorry, so ist die richtige Formulierung. Wenn bei Union die Waldseite leer wäre, was ja jetzt ein vergleichbarer Zustand ist, dann stelle ich mir das schon ganz anders vor. Dann gäbe es noch eine Gegengerade und ich glaube, dass die Gegengerade genauso in der Lage ist, das Ganze ohne Trommeln genauso stimmungstechnisch rüberzubringen, wie es die Waldseite kann. Aber da würde schon was fehlen, ne? Also die Trommeln machen schon was aus. Die Trommeln machen schon einiges aus, aber ich sag mal so, auch die Gegengerade ist nicht ohne. Aber das ist unser Vorteil in der alten Försterei, dass wir eben ein Dreiviertel Stehplätze haben und ein Viertel sitzt. Und in Frankfurt hast du halt eben, naja, die Gegengerade und die Haupttribüne, überall sitzen sie. Und dann wird tendenziell eher gepfiffen oder irgendwie nur reingebrüllt. Aber dass dann ein gemeinsamer Support kommt, fehlt in dem Spiel. Was natürlich nicht die spielerische Leistung, die Union da gebracht hat, schmälern soll. Also letzten Endes haben sie dort ein super Spiel abgeliefert. Ich denke nicht das Beste. Für mich war das Beste, wenn man so die Ausschnitte gesehen hat. Oder ich habe es ja, Leverkusen-Spiel habe ich ja komplett gesehen, aber ich denke, dass Union sich innerhalb dieser jetzt 24 Spiele extrem entwickelt hat. Dass sie nach dem ersten Spiel gemerkt haben, ups, so geht's nicht, wir müssen was ändern. Und was sie auch sofort umgesetzt haben. Und du hast gesehen, von Spiel zu Spiel, es wurde immer besser. Wie weit hast du damit gerechnet, dass Union so eine Saison bisher spielt? Also aktuell sind es 9 Punkte auf Platz 16, 12 Punkte auf Platz 17. Also ich persönlich habe zwar vor der Saison in meiner Tipperei, in meiner Wunschtabelle Union auf Platz 12, glaube ich, getippt, was schon hanebüchen war, als ich es dann am Ende sah, aber ich habe es dann doch gelassen. Aber jetzt aktuell Platz 10 ist gut, jetzt kommen Spiele gegen Wolfsburg, bei Hertha, glaube ich, ne? Oder erst bei Freiburg, ne? Erst Freiburg, dann Bayern und dann Hertha. Also es sind schon ein paar Spiele, wo man durchaus nicht immer davon ausgehen kann, dass man immer einen Punkt mitnimmt, gerade Wolfsburg und Bayern. Und auch bei Hertha hat noch eine Rechnung offen. Aber nichtsdestotrotz ist das schon so ein Polster, von dem ich nie gedacht hätte, dass es auch nur ansatzweise möglich ist. Nee, ich auch nicht. Also ich bin effektiv davon ausgegangen, dass wir knapp über der dass Relegation oder ein, zwei Plätze drüber, aber weiter hoch bin ich auch nicht. Also das war schon deine optimistischste Prognose, oder? Ja, eigentlich ja. Für mich war es ja von Anfang an auch kein Problem, wenn wir Letzter oder Vorletzter geworden wären und wären halt wieder in die zweite Liga gegangen. Wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung,
gibt es ja nun nicht mehr. Für mich heißt es, ich nehme zwar jedes Spiel mit, wird auch jedes Jahr mitnehmen in der ersten Liga, aber letzten Endes bricht für mich oder für die meisten Fans nicht die Welt zusammen, wenn es in die zweite Liga zurückgeht. Ich glaube, dass es bei Union so gut läuft, hat zwei Ursachen. Einerseits, das hat Rolf vorhin, glaube ich, schon gesagt, dass es viele Teams gibt, die da unten rein spielen, sage ich, oder die da unten jetzt gerade drin sind, die sich in diesem Jahr ja eher mit sich selbst irgendwie im Selbstfindungsprozess befinden, oder das war ganz schön oft finden in einem Satz, egal. So Bremen, Köln, Düsseldorf, Hertha, die haben einfach so, ja, sind einfach so unten drin und werden da auch, glaube ich, bis Saisonende drin bleiben. Und da hat es Union halt geschafft, irgendwie gegen die auch alle irgendwie zu punkten und auch teilweise zu gewinnen. Und das einerseits und andererseits ist, glaube ich, bei Union, die haben sich in der Saison so gefunden innerhalb des Teams, da ist einfach so eine Stabilität drin mittlerweile, wenn man gerade in den ersten, vielleicht so in den ersten Spielen sich das anguckt. Und der Coach und der ganze Staff, die machen da, glaube ich, einen super Job. Und ja, gerade, ich will jetzt auch gar keine einzelnen Spieler, dafür kenne ich mich überhaupt nicht genug aus, aber was die da leisten, das ist schon stark. Und da bricht jetzt mit dem Interview bei der Berliner Morgenpost Sebastian Polter rein, der über die Morgenpost erstmal mehr oder weniger verkündet, dass er aufhört und sagt, dass er enttäuscht ist, dass er nicht genug gewertschätzt wird. Gewertschätzt. Ja. Fühlt sich nicht gewertschätzt. Gewertschätzt. Nee. Deutsch ist so eine schwierige Sprache manchmal. Wertgeschätzt. Wertgeschätzt, stimmt. Kann man auch sagen. Nee, meine sind ja berechtigte Argumente, die er bringt, aus seiner Sicht. Ja, ich bin selber ein Fan von ihm, weil ich sage, er ist ein unwahrscheinliches Mentalitätsmonster, wenn er auf dem Platz steht. Er mag vielleicht nicht spielerisch so gut sein wie Andersen aktuell. Also Andersen ist ja ein Typ, der Ball behauptet, der den Ball abschirmt und dann auch uneigennützig weiterlegt teilweise. Polter ist ein Typ, der anders rangeht, der bringt eine gewisse Mentalität mit, der feuert die Leute an. Das ist ja bei Andersen anders der Fall. Und er ist halt jemand, der Leute mitziehen kann. Nicht umsonst hat er sich zum Publikumsliebling entwickelt innerhalb dieser Zeit. Aber ist Sebastian Polter mit einer falschen Erwartungshaltung in die Saison gegangen? Also eigentlich hieß es ja, er ist Teil des Teams, aber ich meine, was hat er denn gedacht, was seine Rolle ist? Auch bei dem Kader, der da jetzt aufgestellt wird. Da wurde ja auch mit Uca ein Konkurrent gekauft. Anderson hat eine wahnsinnige letzte Saison gespielt, auch in der Relegation, wo Polter nicht eine Sekunde gespielt hat. War Anderson der entscheidende Faktor gerade im Hinspiel. Wie konnte denn Polter annehmen, dass er in der neuen Saison in der ersten Liga eine bedeutendere Rolle spielt als die er jetzt spielt? Weil immer wenn er spielt, macht er einen Unterschied. Aber genauso gut sitzen auch andere Spieler wie Uca, der in Frankfurt das 2-1 geschossen hat damals im Hinspiel. Im nächsten Spiel saß er auf der Bank. Also wie kann er denn annehmen, dass er da auf einmal eine ganz andere Rolle spielt? Naja, ich glaube, man hat ihm ja deutlich zu verstehen gegeben, dass er nicht der erste Stürmer sein wird, auch nicht der zweite. Ich glaube, wenn ich das richtig gehört habe, hat man ihm auch angeboten, im Prinzip ihn gehen zu lassen. Er wollte sich ja durchbeißen, was er ja jetzt auch einfordert, dass er halt spielen kann. Aber ja, die Zahlen sprechen halt eher für Andersen. Ich meine, der die Tore macht, der wahrscheinlich die Pläne vom Trainer besser verkörpert und auch die Pläne vom Trainer besser umsetzen kann. Aber ist Polter nicht einer der Aufstiegshelden gewesen? Und auch, ich glaube, das quasi war das ganze Team, oder? Das war das ganze Team. Ja. Aber er ist ja auch so ein bisschen Gesicht des Aufstiegs gewesen. Also ich kann mich an dieses eine Bild erinnern, was ja quasi auch, glaube ich, jetzt irgendwie zum Sportbild des Jahres oder so gewählt wurde. Na, das hat mit dem Aufstieg nichts zu tun. Das war das Spiel, will ich dich mal dran erinnern, Hertha in der Försterei. Ne? Also, 1-0, Stadtmeister. Achso, das war das, was die anderen eingeladen haben. Und, ja. Und er ist ja also aus meiner Perspektive auch so ein bisschen das Gesicht von Union. Also er ist ja ganz viel irgendwo zu sehen. Nimmt man das auch bei Hertha so wahr, dass Polter so der Indianer, der Häuptling da ist? Also ich weiß nicht, ob man das bei Hertha so wahrnimmt, aber
ich finde schon, Polter war sowohl in der zweiten Liga als auch jetzt in der ersten Liga schon irgendwo präsent. Na, präsent war er jetzt nicht wirklich in der ersten Liga. Er war vielleicht medial vertreten und er war vielleicht auch bei der Aufstiegsfeier vertreten, aber gespielt hat er effektiv nicht wirklich viel. Er hat ja selbst in der Relegation nicht wirklich, nicht eine Sekunde gespielt. Aber hat man ihm im Sommer wirklich schon nahegelegt, den Verein zu verlassen? Da seid ihr viel mehr dran, deswegen muss ich das so plump fragen. Ich könnte es jetzt nicht belegen. Ich bilde mir eins gehört zu haben, dass man ihm wohl mitgeteilt hat, dass er halt nicht Stürmer Nummer 1 ist, auch nicht Stürmer Nummer 2. Mhm. Dass er halt den Verein durchaus schon hätte verlassen können. Aber ja, Union hat ja eine Politik, da nicht unbedingt alles zu kommentieren und auch nicht zu jedem Ja und Amen zu sagen. Also es sind Vermutungen, ich weiß es nicht. Also Polter hat in bisherigen 23 Spielen hat er in 11 Spielen mitgemacht, hat dabei 2 Tore geschossen, 2 Vorlagen gegeben. Und er hat nicht oft gespielt. Er braucht 139 Minuten pro Tor. Also für 2 Spiele, für 2 Tore in 11 Spielen bedeutet, kann man sich ja an 2 Händen irgendwie so ein bisschen zusammenrechnen, wie wenig er spielt, dass er eigentlich irgendwie nur Joker ist. Und nur in den seltensten Fällen, wie auch mal von Anfang an, eine Rolle gespielt hat. Und ich meine, es war ja auch absehbar, auch für viele Spieler, für Kroos, für Busk. Das sind alles Männer, die früher mal eine Rolle bei Union gespielt haben, aber heute eben nicht mehr. Kroos war früher Kapitän, vergessen auch einige. Ja. Also ich sag mal so, das ist erstmal aller Ehren wert, dass diese ganzen Jungs auch noch eine Chance im Erstligakader bekommen haben, aber tatsächlich muss man auch sagen, es ist jetzt auch die Überlebensstrategie von Union, jetzt auf ein Team zu setzen, was im Prinzip eigentlich steht. Also es gibt jetzt noch mit Yunus Mali einen, der im Winter dazu gekommen ist und jetzt da eingesetzt ist, wo vorher Ingwarzen war, aber im Prinzip steht die Mannschaft und da ist es jetzt in der Phase der Saison vielleicht der falsche Zeitpunkt zu sagen, ich möchte jetzt aber mehr spielen, wenn er sieht, die Mannschaft, die gerade regelmäßig Punkte holt und die sich auch im Mittelfeld der Tabelle etabliert, da komme ich jetzt nicht mehr rein. Und da jetzt so laut auf die Pauke zu hauen, ohne Absprache des Vereins, finde ich ziemlich daneben. Definitiv der falsche Zeitpunkt und ich würde sogar sagen, er war falsch beraten, wenn er so eine Sache zu machen. Ja, es war ein Interview zur ungünstigsten Zeit und dann noch mit so einem klaren Ansagen und dann auch noch dahingehend den Trainer vorzuschreiben oder nee, dem Trainer vorzuwerfen, dass er nicht nur aus sportlichen Gründen aufstellt. Ja, es ist schwierig. Ich meine, andere haben ja auch den Trainer versucht schon zu kritisieren, aber die waren eben nicht mehr beim Verein. Hedlund, da war er halt schon im Ausland und hat sich über den Trainer geäußert. Ja, das können sie ja machen. Aus der Entfernung können sie alle sagen, was sie wollen. Aber im Verein, ich finde, das ist kontraproduktiv. Also da nutzt auch die gute Stimmung im Verein aus, das jetzt so zu machen. Wer weiß genau, wenn er es in akute Abstiegsnot macht, macht er sich selber auch zum Feindbild bei den Fans, da noch Öl ins Feuer zu gießen, wenn es vielleicht schlecht läuft. Könnte man da Sebastian Polter vielleicht auch einfach als Klinsmann von Köpenick bezeichnen? Um Himmels Willen. Also ich glaube, jetzt kriegst du auf jeden Fall E-Mails in dem Moment. Ja. Ja, die etwas andere Art des Hauptmanns von Köpenick. Also das musst du mal erklären, warum. Wie kommst du darauf? Man macht sich ja offensichtlich gerade unbeliebt beim Verein und dann wahrscheinlich auch bei den Fans. Nee, bei den Fans nicht. Da war er ja eindeutig. Da meinte er, die einzige Abteilung innerhalb des Vereins, die erste Ligareife sind die Fans, die hinter ihm stehen, die erkannt haben, dass er Mentalitätsmonster ist. Dass er die Werte von Union und die Tugend von Union verkörpert. Wie kein anderer. Ja, aber das klingt ja auch sehr, sehr großspurig, genauso wie Jürgen Klinsmann. Also wahrscheinlich gibt es dann bald die Polter-Leaks und dann Polterts. Ich glaube, das waren schon die Polter Leaks. Ich glaube, mehr wird da nicht kommen. Man hat sich ausgesprochen und ja, da wird, denke ich mal, auch jetzt nicht mehr viel irgendwie ans Tageslicht erscheinen. Das hättet ihr, Herr Thaner, so gerne, ne? Dass das auch bei Union dann mal so kracht. Aber diese Soap macht euch keiner nach. Also wirklich, ich würde Eintritt zahlen. Wobei, es gibt ja eine Sache, wo Hertha und Union das gleiche Problem haben, Stadion. Haben wir ein Problem mit dem Stadion? Ich finde die Stimmung ziemlich geil. Ja. Und es geht ja gar nicht um die Stimmung, aber Union hat ja auch Ausbaupläne
und hat da Schwierigkeiten, die umzusetzen. Nee, also ich glaube, dass die Bauarbeiten jetzt irgendwann losgehen. Ja, ich glaube, da geht es noch darum, Nahverkehr, wie funktioniert das? Das ist sicherlich ein Problem, aber ich glaube, wenn Hertha die Probleme von Union hätte, ich glaube, dann würdet ihr etwas entspannter sein. Aber ich glaube, das Verkehrskonzept soll ja demnächst irgendwann vorgestellt werden. Im Mai oder so. Genau, dann wird die Brücke, die Brücke über die Wuhle noch gemacht, die vorher gemacht werden muss, bevor man irgendwelche Verkehrswege plant und dann... Lest mal den Artikel im texttiefergehen.de über das Nahverkehrskonzept, was da jetzt bald vorgestellt werden soll. Da sind wir definitiv bei Weitem nicht so bewandert, was das Thema angeht. Das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, also nochmal, ich glaube, ihr würdet euch die Finger lecken, wenn ihr die Probleme von Union hättet, nur was das Stadion angeht. Ja. Mal gucken, also... Ist ja bald wieder der Derby-Zeit, ne? Da ist ja dann das ganze Stadion blau-weiß. Bis auf eine kleine Ecke. Die ist rot-weiß. Mal gucken, wie das im Detail abläuft. Also offiziellen Verkauf für Union sind ja tatsächlich nur die Karten fürs Gästekontingent gegangen. Oh. Also ich hab mich auch darum beworben, habe nichts bekommen. Ich habe auch nur eine Niete gezogen. Aber dafür habe ich keine Niete gezogen für das Spiel Union gegen Bayern. Ich auch nicht. Ja, aber ich kann nicht hingehen. Viel Spaß. Ich verkaufe die für 2000 Euro bei eBay. Nein, ich habe ja noch eine Dauerkarte, aber meine Tochter muss herhalten. Die ist Vereinsmitglied und die werfe ich immer in den Topf rein. Ist ja immer gut, eine zweite Karte zu haben. Ja, also ich muss noch eine Familie gründen. Ja. Dann leg los, ne? Damit du dann in 10 Jahren, 12 Jahren dann auch entsprechend deine Tochter in den Topf werfen. Was? Mit Geburt wird man Unioner, also wenn, dann sofort. Ja, also mal gucken, was ich noch kann, ja, nach diesem Podcast. Aber jetzt mal im Ernst, das Thema Derby, wollen wir das jetzt schon nochmal? Ich glaube, das können wir zu einem späteren Zeitpunkt anbringen. Da kannst du wahrscheinlich alleine 3-4 Stunden auch wieder drüber reden. Ich alleine? Wir alleine. Ja, gut, also dazu ist alles gesagt. Rest der Saison bei Union, um auch da jetzt mal zum Ende zu kommen. Ich glaube, alles, was jetzt noch kommt, ist Zusatz. Also es ist einfach, wir haben... War es das schon? Nein, aber... Die Erwartungen sind doch völlig übertroffen worden. Wir haben Punkte geholt gegen Dortmund, wir haben Punkte geholt gegen Gladbach, wir haben keinen Punkt geholt gegen Bayern, waren knapp davor, zumindest einen Punkt mitzunehmen, hatten nicht sollen sein, okay. Wir haben Spiele abgeliefert, wo wir gedacht haben, da gehen wir 5-0 ein. Oder 6-0 oder was auch immer. In Dortmund. Haben sie auch mal gegen Köln geschafft mit 6-0 und das war eine ganz enge Kiste. Also wir haben Spiele gewonnen, wo ich sage, die waren, wie heißt so schön, nicht budgetiert. Wir haben dafür eingepreist. Nicht eingepreist, genau. Man hat sich in anderen Spielen super verkauft. Also es passt einfach. Also man kann es gar nicht anders sagen. Also klar, es ist nicht der schönste Fußball teilweise, aber das, was Union immer ausgezeichnet hat, Kampf, Beißen und wirklich das Feld vermessen, das sind Tugenden, muss man einfach so sagen, die sie wirklich bei jedem Spiel leben. Und das zeigt, und das bringt halt Punkte. Also, dein Tipp, wir haben mit Abstieg nichts mehr zu tun. Nein. Okay, was glaubst du, Rolf? Hat Union da noch irgendwie doch noch Aktien im Abstiegskampf? Also ich denke, dass Union noch genug Punkte holen wird und da wird am Ende nichts mit dem Abstiegskampf irgendwie sein. Es heißt ja, 11 Punkte braucht man noch, um 11 Punkte bräuchte Union noch, um sicher in der ersten Liga zu bleiben. Manche gehen von 34 oder 35 aus. Ja, so weit ist es nicht mehr. 11 Punkte müssen es sein. Müsst ihr sein. Sozusagen, ja. Maxi? Ich, süß. Ja. Ich glaube auch, dass Union da nichts mehr mit zu tun haben wird. Ich meine, die sind jetzt, glaube ich, Zehnter, korrigiert mich gerne, wenn das nicht richtig ist. Ja, stimmt. Ja. Wir führen praktisch die Tabelle der zweiten Hälfte an. Und wir sind nur noch 7 Punkte hinter der Europa League. Aber ich glaube, sie werden genau. In West-Berliner Größenwahn muss schon sein. Darf ich? Nee, ja. Ich glaube, sie werden genau in dem Bereich zwischen 10, 11, 12 eintrudeln am Ende.
und werden auf jeden Fall nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben, weil es da ganz klar andere Teams gibt, die da mehr zu kämpfen haben um den Klassenhalt. Okay, dann reden wir noch mal kurz darüber, bevor wir noch mal zu einem anderen beschissenen Thema kommen. Wer steigt denn ab? So, heute ist der 27. Februar. Wer steigt ab? Also von der Ralf hat es ausgerutscht. Ja, nee. Also ich schätze Steffen Baumgart sehr an, was er da macht und von seiner Mentalität ist echt ein cooler Typ. Ich durfte ihn nochmal persönlich kennenlernen, als er noch bei Union gespielt hat, weil er in meinem Ort gewohnt hat tatsächlich und das so irgendwo, wo ich ursprünglich herkomme. Aber trotzdem wird es Paderborn, glaube ich, erwischen, weil die einfach nicht so die Klasse haben, unterm Strich. Und dann, ja, wie soll ich sagen, wenn Bremen nicht den Turnaround schafft, dann sehe ich da tatsächlich leider Werder absteigen. Du glaubst, Bremen steigt ab? Tatsächlich. Weil ich glaube, die, ja, wie soll ich sagen, sie schießen vorne keine Tore mehr und hinten sind sie auch nicht so unbedingt stabil und es tut mir wirklich sehr leid, weil ich mag den Kohfeldt sehr, muss also ganz persönlich, aber ja, ich glaube, sie schaffen es nicht. Also, wenn du jetzt auch noch sagst, dass Düsseldorf auf Platz 16 bleibt, dann können wir die Saison doch jetzt beenden, dann ist doch alles gut. Ich glaube, um Platz 16 wird es ein enges Rennen zwischen Köln und Düsseldorf. Köln tatsächlich noch, nicht ja. Mainz. Ich würde Mainz mit ins Spiel werfen für die Relegation. Ja, auch gut möglich. Aber nicht Hertha. Nee, ja. Und an dieser Stelle Podcast Love, Grüße nach Mainz zu den Hinterhofsängern und der Hinterhofsängerin. So, sei an dieser Stelle auch nochmal erwähnt. Also ich gehe komplett mit deinen Tipps mit. Ich habe auch Paderborn auf der Leiter, Paderborn mit auf der Liste. Ich meine, sie spielen einen tollen Fußball, muss man einfach mal so sagen. Auf jeden Fall. Ein Hurra-Fußball. Baumer hat denen eine Mentalität eingeimpft, die einfach phenomenal ist. Aber leider kriegen sie mehr Tore rein, als dass sie schießen. Die schießen teilweise viel, bekommen aber entsprechend viele auch rein. Ich denke auch, dass es Bremen sein wird mit dem direkten Abstieg. Und ich denke auch, dass Hertha nichts mit der Relegation zu tun haben wird. Ich denke da eher an Mainz oder Düsseldorf, aber wahrscheinlich eher Mainz. Also Uwe Rösler packt es noch, ja. Naja, aktuell, ja, würde ich schon sagen, ja. Aber eher Tendenz auf Mainz als auf Düsseldorf. Köln, glaube ich, hat mit dem Abstieg nichts zu tun. Die haben einen Lauf und gerade nach dem 5-0, die können, glaube ich, auf Wolke 7 gerade laufen und schweben. Aber gut. Aber ich finde Köln so unkonstant. Also ich habe die ersten 15 Minuten gegen Bayern gesehen und dachte, die verlieren das Spiel 12-0. Ja. Also ich meine, da stand es 0-3, glaube ich, nach 12 Minuten. Oder gut, so. Aber wenn Bayern erstmal Bock hat, dann... Ja klar, aber ich glaube, also irgendwie sind mir die noch nicht so stabil genug. Also das Spiel gegen Bayern rausgenommen, habe ich gerade eher das Gegenteil gefühlt, dass bei Köln gerade, seitdem Gisdol da Trainer ist, gehen die mega durch die Decke. Also die waren so abgeschlagen in der Tabelle. Und seitdem Gisdol da Trainer ist, ich glaube, die haben nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Okay. Also tatsächlich meine Tipps, Paderborn definitiv 18. Also da gibt es nichts zu reißen. So ein bisschen die Fahrstuhlmannschaft, ne? Liga 1, 2, 3 und wieder zurück. Platz 17 ist schwierig. Also das wird wahrscheinlich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen wirklich zwischen Bremen und Düsseldorf. Ich denke, dass Düsseldorf dann eher den Kürzeren ziehen wird. Ja, und Relegation bleibt dann eigentlich übrig, nur zwischen Bremen und Mainz. Aber wahrscheinlich wird es dann eher Bremen werden auf dem Relegationsplatz. Und ich hau jetzt mal einen raus. Ich glaube, Bremen wird auf einem Nicht-Abstiegsplatz landen. Letzter wird Paderborn, ja. Vorletzter wird Düsseldorf, weil tatsächlich mit Rösler hat man sich jemanden geholt, der sich nicht in der Bundesliga auskennt, der sich nicht im Abstiegskampf in der Bundesliga auskennt, der, finde ich, ein bisschen genrefremd ist, auch von dem Fußball, den er spielen lässt. Und daher wird Düsseldorf direkt absteigen. Man wird noch ein bisschen die Querelen, die Nachwehen von der Funkel-Geschichte haben und von der Pfannstiel-Geschichte. Und ich glaube, auf Platz 16
wird am Ende Mainz liegen. Weil Mainz einfach auch so von dem, was ich höre, von dem, was ich sehe, einen sehr, sehr unkonstanten, sehr brüchigen Fußball spielt und wo sich im Prinzip nach dem Rausschmiss von Sandro Schwarz nicht signifikant irgendwas verbessert hat. Und Bremen wird den Turnaround schaffen, wie man so schön sagt, den Dreh herum. Was ist mit Augsburg? Nö, Augsburg ist glaube ich auch nicht. Augsburg ist so safe wie Union. Okay. Nö, also dafür ist einfach zu viel Klasse in der Mannschaft. Die haben einen wahnsinnig guten Trainer, der genauso ruhig wie Urs Fischer bei Union das Ding im Griff hat. Und auch mit Stefan Reuter jetzt ein Sportchef, der nicht panisch den Trainer austauscht, sondern da muss schon irgendwas sehr, sehr im Gebäck brüchig sein, dass Stefan Reuter da an der Stelle, an der Personalhand anlegt. Deswegen, und Niederlechner ist immer für ein Tor gut. Solange er gesund ist. Ne? Ja, ist er gerade verletzt? Oh shit. Nee, aber ich denke jetzt gerade so an Bayern. Ich meine, Lewandowski fällt jetzt 4 Wochen aus, was für Union toll ist. Und hätte Freiburg nicht in der Hinrunde so viele Punkte geholt, hätte ich Freiburg auch noch unten in die Lotterie mit reingeschoben. Also hätten die nur 6 Punkte weniger, wäre es für die auch blöd, weil die haben gerade auch einen Abwärtstrend. Da hat ja Freiburg quasi die typische Hertha-Saison eigentlich, so Hinrunde top normalerweise und Rückrunde dann flop. Genau, das könnt ihr euch jetzt mal aus der Distanz anschauen, wie man mit so einer Situation umgeht. Ich glaube, Freiburg hat in der Hinrunde über ihre Verhältnisse gespielt. Wollen wir noch ein bisschen Anglizismen einbauen? Oder Fake-Anglizismen? Überperformt? Ah, okay. Ja, glaube ich schon. Aber sie werden so im Mittelfeld eintrudeln, so um Platz 10 oder so, denke ich. Okay, tippen wir jetzt noch die Bundesliga komplett durch? Nein, sorry. Ich wollte nichts aufmachen, tut mir leid. Okay. Sorry. Okay, aber Meister wird Bayern und nicht Club X. Nee, Meister wird natürlich Dortmund. In welcher Sportart? Oberliga war das, ne? Handball. Handball sind die Damen ungeschlagen bisher. Naja, also. Auch deutscher Meister, neben den Fußballern. Natürlich. Und wenn die erstmal ab Ende März, Anfang April, wie heißt der? Yusuf Moukoko? Moukoko. Hm? Moukoko. Ey, Alter. Der hat jetzt schon 31 Tore in 18 Spielen gemacht. In der U19 oder was? In der Bundesliga, genau. Und der ist als 15-Jähriger für die U19-Nationalmannschaft nominiert. Irre. Und Favre will ihn ab Ende März dann mittrainieren lassen. Das wusste ich noch gar nicht. Das habe ich heute gelesen, ja. Ich habe einen Vorschlag. Wollen wir einfach mal zusammen den nächsten Spieltag tippen? Ich hab hier gerade ganz zufällig Kicktipp aufgemacht. Und lass uns doch mal zusammen reingucken. Also nur den Spieltag? Nur den Spieltag. Okay. Der nächste Spieltag beginnt natürlich. Düsseldorf gegen Moment. Jetzt gucke ich erstmal, was ich da getippt habe. Nein, nicht gucken. Ich hab's. Freitagabendspiel. Ja. Oh, ich sehe gerade, meine Frau hat noch nicht getippt. Muss sie ändern. Warte Düsseldorf gegen die olle Tante. Warte. Ich gehe mal hier rein. Da gehen wir jetzt mal rein. Ich tippe das sogar ein und dann mache ich euch verantwortlich, wenn ich... ich habe noch gar nicht getippt. Ach du Scheiße, jetzt live tippen. Genau. Düsseldorf, Hertha. Das wird ein Unentschieden, das wird ein 1-1. 1-1? Mhm. Weil keine Mannschaft kann und irgendwie nicht so richtig will. Aber Düsseldorf kommt ja mit dem Aufschwung, mit dem Auswärtssieg in Freiburg. Ja. Ich glaube, die gewinnen das Spiel. Freitagabendstimmung, komische Stimmung. Und Hertha freut sich, Nuri, dass er doch noch ein Pünktchen holen kann. Und das Tor macht Kalou am besten noch. Ja. Kein Mehrwert. Wird er im Kader sein morgen? Wird Kalou im Kader sein? Keine Ahnung, aber es wäre für Jürgen Klinsmann sehr schön. Ja. Oder Luki Bakio gegen Düsseldorf. Also wäre ein 1-1 doch... Also ich habe 1-1 getippt. Wolf, was meinst du? Ich muss halt ganz klar sagen, wir brauchen die Punkte. Das wird ein Sieg, so ein dreckiger 1-0-Sieg oder 2-1-Sieg. Okay. Also ich tippe jetzt für mich mal 1-1. So, dann hätten wir das nächste Spiel, SAP gegen München. Ich finde, das ist ein ordentlicher Verein. Du kannst ruhig Bayern München sagen. Okay. Den FC Bayern München. Ja, wie seht ihr das? Die Bayern werden sich revanchieren für die Niederlage in der Hinrunde.
0-3, 0-4? 0-2. Ich sag 0-2. Ja. 0-2? Das ist gut möglich. Das auf jeden Fall im Rahmen des Möglichen. Ich meine, Hoffenheim ist ja auch die Saison so ein bisschen Wunderkiste auch. Ne? Also die haben ja schon Spiele verloren, wo du gedacht hast, nee, nie im Leben. Aber gut, gegen Bayern ist ja für die meisten Vereine eine sichere Niederlage. Ja, ja. Dann hätten wir die Mainzer gegen halt, die... Warte mal, was sagst Max, so, was sagst Max, du? Ich glaube auch 0-2, weil vorne muss man ja jetzt ein Tor abziehen, weil Lewandowski ist ja nicht mehr dabei. Und die zwei Tore machen... Müller und Pavard nicht. Oder Alaba macht mal wieder ein. Gut möglich. Okay. 0-2, ich hab's eingetippt. Dann Mainz gegen Paderborn. Not gegen Elend. Ja, kann man so sagen. Mhm. Pest gegen Cholera. Also Paderborn schießt auf alle Fälle mehr Tore als Mainz. 4-2 Paderborn. Ja, in die Höhe würde ich auch gehen, ja? Aha. Also ich wäre tatsächlich jetzt mal komplett konträr und hätte gesagt, Heimsieg. Also ich auch. 2-1 Heimsieg. 3-1 und zwar, weil Paderborn tatsächlich sich mit einer Mannschaft auseinandersetzen muss, die nicht wie alle anderen, wie jetzt Bayern letztens oder wie gegen Dortmund, eine Offensivpower hat. Mainz wird ganz, ganz klassisch Paderborn in die Schranken weisen. Deswegen geht das 3-1 aus. Ach, spielt Mainz zu Hause? Mhm. Ich dachte, weil Paderborn in München gespielt hat, spielen die zu Hause. Sorry. Nee, Mainz ist ein Heimspiel von Mainz. Ah, das ist für was anderes. Schwierig. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen zu Potte kommen. Gut. Ja, ich überlege noch. Ich habe auch noch nicht getippt. Ich lasse es mal noch offen. Ich nehme jetzt auf alle Fälle ein 1-3. Paderborn gewinnt. So, dann hätten wir okay. Augsburg gegen Gladbach. Hm. Max, was sagst du? 0-2. Mhm. Rolf? Also ich muss sagen, ich würde es halt Gladbach auch gönnen. Also wär schön, wenn da oben der Kampf um die Meisterschaft offen bleibt. Aber ich denke, es wird irgendwie so ein 2-2 werden. Mhm. Ich gehe auch von 0-1 oder 0-2 aus. Also auf alle Fälle Auswärtssieg Gladbach. Also ich glaube auch Gladbach. Und trotz Player und trotz Thuram wird es eher knapp. 1-0 auch für Gladbach. Okay. So, denn Max, du darfst jetzt. Dortmund, Freiburg. Für Freiburg. Ja, genau. 4-1? Nein. 4-0. 4-0. 4-0 Dortmund. 4-mal Haaland. Ja, der Defensive hat sich ja stabilisiert. Und deswegen denke ich. Okay, ich denke mal, die Braut macht nur 2 Tore, also sagen wir mal ein 3-0. Mhm. So. Dann ich sag mal 5-1. 5-1. So, das ist schon heftig. Also, okay. Ja, aber Dortmund hat auch gerade eine heftige Offensivpower. Das und auf sie werden Fall. Zeichen setzen wollen vor dem Spiel gegen Paris. Ist Nein, das ist erst am 11. März. Werden sie trotzdem Zeichen setzen. Okay. Ja gut, also ich denke, wir sind einig, dass Dortmund gewinnen wird. Die Frage ist am Ende, wie hoch? Wie hoch? Ja. So, dann hätten wir Köln gegen Schalke. Ich bin in Köln, ne? Ja, ja. Ist auch so ein Spiel, so ein 0-0 oder ein 1-1-Spiel. Boah. Ich glaube auch, dass das ein Unentschieden wird, weil Schalke muss sich erstmal erholen nach dem 0-4 gegen Leipzig. Nee, 0-5 gegen Leipzig. Das war 0-5. Ja, danke. Wenn jemand weiß, wie ein 0-5 aussieht, dann nicht. Also es könnte gerade auch für Köln gut laufen, dass die das Spiel gewinnen, weil Schalke Abwärtstrend hat. 1-0 für Köln? Ich hoffe für Schalke, aber ich glaube 2-0 für Köln. 2-0. Ist meinte. Ja, also, ja. Ich werde sowieso alles ändern, weil Max steht in der Tipptabelle, glaube ich, irgendwo in meiner Nähe herum. Ja, du bist vor mir, glaube ich. Ja, eben, deswegen werde ich meine Tipps noch ändern. Ja. Obwohl, wäre blöd für dich, wenn du genau dasselbe tippst wie ich, dann bleibst du hinter mir. Ja, ich habe schon wieder vergessen, was du getippt hast. Sorry. Du kannst es dir ja doch anhören. Ich sage, ja, Schalke fängt sich und wird ein knapper 1-0-Sieg für Schalke. Okay. Mhm. FC Wunderbar gegen VW. Ja, also für mich sowieso immer 3-0. Hm.
Da bin ich etwas weniger doktriniert. Nee, das wird Union leider verlieren. 2-1. Ich weiß zwar nicht, wer für Wolfsburg die Tore machen soll, außer Weghorst, aber die sind schon ätzend zu bespielen. Hat auch das Hinspiel schon gezeigt. Wobei, da war Union, vielleicht wird es doch ein Unentschieden. Vielleicht wird es ein Unentschieden. Ich gehe auf ein Unentschieden. 1-1. Na? Super schwierig, weil Wolfsburg kommt jetzt mit der Euphorie des 3-0-Sieges aus Malmö. Und ja, Weghorst immer für ein Tor gut. Union natürlich auch super stabil in den letzten Wochen. Ist aber eine schöne Zweitliga-Anstoßzeit. Wird alte Erinnerungen. 13:30, ja. 13:30? Ja. 13:30. Ja. Krass, ja. Super schwer. Kann ich mich noch nicht festlegen. Muss ich noch drüber eine Nacht schlafen. Okay, dann darfst du in der Tipprunde nicht tippen. Ich bin ja der Administrator, ich werde deine Tipps löschen, wenn du sie noch eintippst. Warum? Ich habe bis eine Minute vor Spielbeginn Zeit. Hast du hiermit verwirkt? Was? 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 Du spielst mit unfairen Spielregeln. Ach. Okay. Club X gegen Aspirin. Ja. El Plastico. Tja. Also Leverkusen hat heute in Porto 3-1 gewonnen, nachdem sie zwischenzeitlich schon ab der 65. Minute 3-0 geführt haben und haben Porto herausgekegelt aus der Europa League. Na, ich würde mal sagen ein 1-2. 1-2 für Leverkusen? Mhm. Gegen Club X? Klar. Okay. Alle Achtung. Ich glaube, Leipzig wird gewinnen. 2-0. Wer? Ja. Wer? War das nicht, ist nicht Leipzig-Leverkusen? Leverkusen, ja, aber was hast du denn? Darf ich Leipzig nicht sagen, oder was? Nein, Mann. Ist das verboten bei euch? Ja, jetzt musst du 10 Euro für die Neven-Subotic-Stiftung. Mache ich gerne auch, unabhängig davon. Okay. Also Club X oder Spielfrei oder... Spielfrei. Oder mal Kranstedt. Ja, nee, es ist ja nicht mal Kranstedt. Hätten wir ja alle gerne. Ist ja leider ein neuer Verein, dieser Dreck. Ich glaube, Club X wird das Ding leider... Also dann würde mir die Hand abfallen auf den Sieg von... Ich will gewinnen. Achso. Das wird leider 3-1 für Club X ausgehen. Rolf? Ich denke 2-1. 2-1 für... Die Dosen? Für Rot-Blau. Mhm. Okay. So, und last but not least, Bremen-Frankfurt. Gibt es hier noch irgendwelche Fachkommentare? Naja, 2-0 für Frankfurt, wa? Nee, das wird der Turnaround. Bremen gewinnt 2-0. Oh. Sag. Gut möglich. Aber Frankfurt, spielen die überhaupt am Sonntag? Weil Frankfurt spielt ja jetzt am Freitag erst. Ja, das spielt heute am 1. März. Wow. Was ist der 1. März, oder? Das ist noch alt, oder? Das ist Sonntag. Der 1. März wäre Sonntag. Ja. Aber wenn, spielen wenn die Freitag und Sonntag? Ja. Glaube ich nicht. Spielen sie. Glaube ich nicht. Doch. Das Bundesliga-Spiel wird nicht verschoben. Das sind zwei Tage, das gab es schon. Deswegen wird Bremen gewinnen. Punkt. Ich sage ganz, ganz klar unentschieden 1-1. Okay. Okay, dann haben wir es. So, dann haben wir jetzt den Rest der Saison quasi und den nächsten Spieltag gepackt. Und dann sind wir jetzt eigentlich beim letzten Thema. Das möchte ich doch prägnant und kurz machen. Ich möchte das Thema Rassismus im Stadion nochmal kurz ansprechen. Da haben wir hier mit Rolf und Ralf zwei Leute, die sich in ihren Vereinen stark für das Thema Kampf gegen Rassismus und gegen Faschos und Nazis einsetzen, in ihren jeweiligen Bezugsgruppen. Und da möchte ich nochmal auf unsere gemeinsame Podcast-Folge hinweisen. Ich weiß nicht mehr, welche Nummer das damals war. Das war unsere erste gemeinsame, oder? Genau, aber war es Folge 25 oder sowas? Keine Ahnung, ist schon eine Ecke her. Und da haben wir über dieses Thema ausgiebig geredet. Ich möchte aber an der Stelle auf Ralf deinen Artikel hinweisen, der da heißt Schöner Eisern ohne Nazis. Und der ist bei uns auf der Webseite wahnsinnig durch die Decke gegangen. Also mit Abstand der Artikel mit den meisten Klicks und Kommentaren. Ich habe auch bewusst Kommentare von Leuten, die wahrscheinlich
nicht unsere Zielgruppe sind, drin gelassen, weil ich denke, man sollte auf jeden Fall auch die zu Wort kommen lassen und dann das aber auch kommentieren. Und lest euch mal den Artikel von Ralf durch. Mich interessiert bei dem Artikel, es geht darum, um die drei prominenten letzten Fälle von Rassismus im Stadion in Deutschland, nicht der in Portugal. Sonst wird es ausufernd, die du nennst. Und dann bietest du zwei Beispiele von Erfahrung von Union-Fans mit Nazis im Union-Kostüm, würde ich sie jetzt erstmal nennen. Genau. Einmal im Stadion, einmal im Zug. Nur weil ich die Kritik in den Union-Gruppen bei Facebook zu spüren bekommen habe, nachdem ich dort den Artikel geteilt habe und auch der ganze rechte Mob sich dann in bester AfD-Rhetorik und mit den AfD-Normativen sich auf mich raufgestürzt hat und ich mich Gott sei Dank wehren konnte, weil rhetorisch doch noch ein bisschen was bei mir ging, kam doch die Frage auf, gibt es denn Belege für diese Geschichten? Also sprich einmal die Dame, die im Zug sitzt. Das war ein Vorfall im Zug, glaube ich, von Hamburg im ICE nach dem Spiel in Bremen. Ja, Belege, das sind Meldungen aus dem Social-Media-Bereich und der andere Vorfall ist aus dem Stadion direkt von einem, der es schriftlich festgehalten hat und was auch andere, die, also er war nicht alleine, von denen auch bestätigt wurde. Also die Geschichte im Stadion, wo nachdem Diaby, glaube ich, die Union-Fans provoziert hat und einer mit Union-Farben den rassistisch beleidigt hat. Wir wollen das nicht wiederholen. Steht in dem Artikel. Lest es euch durch. www.plattsport.de. Das sind ja Geschichten, die eigentlich jeder von uns in irgendeiner Art und Weise schon mal im Stadion erlebt hat. Sei es jetzt mit dem Ausspruch, sei es nach dem Spruch, wenn dann der Sieg erfolgt ist und alle rufen Sieg und es gibt da einige, die das erweitern. Man erlebt es, wenn einer neben einem steht und er sagt dann auch diese schwarze Sau. Das sind alles Sachen, die in der Summe einen Grad ergeben, wo ich sage, das ist für mich nicht mehr akzeptabel. Auch wenn es bei einigen vielleicht nur so rausrutscht und die vielleicht, ich nehme sie manchmal auch sogar noch ab, sie meinen es auch nicht so. Aber diese Alltagssprache ist so verroht mittlerweile. Und das kann man auch an Zahlen festmachen, das kann man auch an Zeiten festmachen, seitdem das so ist. Die Sprache hat eine Verrohung angenommen, wo viele sagen, na, das muss man doch sagen dürfen, das ist doch meine Meinung, man darf doch freie Meinung äußern. Da sage ich, nein, bestimmte Sachen sind keine Meinungsäußerung, das ist eine Straftat. Und das muss man den Leuten einfach mal klar machen. Also es ist auch im Prinzip egal, ob da jemand eine Story hat bei Facebook, die wir vielleicht jetzt nicht verifizieren können. Aber wir können, also ich kann zumindest für meinen Teil immer wieder eine Geschichte nennen, wo was passiert ist, wo ich mich dann auch im Blog gewehrt habe. Du hast vielleicht auch eine Erfahrung gemacht. Ja. Und die zweite Geschichte, die nach dem Tor von Diaby passiert ist, das ist auch jemand, den du kennst. Genau. Okay, also insofern, das ist sozusagen mit deinem Namen verifiziert, das ist eine. Genau. Richtig. Das ist jetzt nicht von uns aus den Fingern gesogen, weil das ist einer der Kritikpunkte, die kommt. Da kann sich ja jeder hinsetzen und so einen Text sich aus den Fingern saugen. Das ist eine Person aus Fleisch und Blut, kenne ich. Wir haben seinen Namen verändert, klar. Natürlich. Er steht eben mit anderen zusammen und es war ja auch anzuklingen, dass man ihm, dass man weiß, wie er denkt, dass man jetzt sein Vokabular wieder anpassen muss. Deshalb haben wir ja auch den Namen nicht so genannt. Also nicht seinen richtigen. Und er hat auch ein Foto gemacht von dem. Er hat auch ein Foto gemacht. Das haben wir und das werden wir aber nicht veröffentlichen, aus Datenschutzgründen. Aber es liegt vor. Und lest euch mal den Artikel durch. Der heißt Schöner Eisern ohne Nazis. Auf www.plattsport.de. Lest ihn euch durch. Bildet euch eure eigene Meinung aus dem, was du da geschrieben hast. Und ansonsten, wenn ihr was mitkriegt im Blog, seid mutig und sagt nein, sagt stopp, sofern ihr nicht Angst um eure Gesundheit haben müsst. Es lohnt sich auf jeden Fall auch in allen möglichen Orten rhetorisch diesen Leuten weiterhin überlegen zu sein und auch zu sagen, nee, was ihr da macht, ist falsch und ihr dürft euch auch gerne dafür schämen, was ihr da sagt. Und es gibt Situationen, wie zum Beispiel auch bei dem zweiten, wo dann die Partnerin da fast einschreiten muss, um ihren Typen da zu bremsen. Genau. Also ich kann wirklich nur sagen,
lasst euch nicht unterkriegen, steht zusammen, zeigt Haltung. Es ist nicht immer leicht, weil man steht ja selten allein und man steht dann vielleicht auch einer größeren Gruppe gegenüber. Aber man muss einfach zeigen, das Stadion gehört nicht euch, ihr seid nicht der Verein. Und das ist auch keine freie Meinungsäußerung. Gut, genau. An der Stelle mache ich jetzt mal einen Punkt, ganz bewusst. Wir kommen jetzt langsam auf die Zielgeraden, weil ihr müsst ja auch alle mal irgendwann ins Bett. Jetzt kommen wir zur Lieblingsrubrik der Held der Woche und der Woche. So, und vielleicht habt ihr euch ja Gedanken gemacht, gibt es jemanden, der vortritt? Wer möchte das erste Kreuz? Jeder nur eins. Ja, also der Held der Woche, ich habe da jetzt keine bestimmte Figur oder keinen bestimmten Namen, sondern mehr eine Personengruppe, würde ich sagen, aber das ist hoffentlich trotzdem erlaubt. Und zwar seit letztem Wochenende gerade die Bob- und Skeleton-WM in Altenberg in Sachsen. Und habe ich heute mal wieder gesehen, wie sich die Skeletonis, so heißen die, glaube ich, sich mit 120 km/h auf dem Bauch liegend da die Strecke runterstürzen. Und diese Leute, die diesen Sport betreiben, haben meinen größten Respekt. Und es ist echt waghalsig. Ich weiß, es fällt vielleicht jetzt ein bisschen raus aus dieser Heldkategorie. Voll drin. Bitte? Ist voll drin? Okay. Ja, klar. Bin ich ja froh. Und ja, echt krass. Und ja, stark. Hast du einen Song? Ja, wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen über Klinsmann debattiert. Also, ja, vielleicht. Aber nee, jetzt konkret fällt mir da nichts so ein. Meine Herren, zu meiner Rechten. Also mein Song sind mehrere Personen. Das sind gerade die drei Typen, die drei alten Männer, die für den CDU-Parteivorsitz kandidieren wollen. Merz, Laschet und Röttgen. Sowas von chauvinistisch kann man heute da glaube ich, auch nicht mehr auftreten. So eine rückwärtsgewandte Politik, wie die vertreten, das ist sowas von abartig. Also das sind für mich die drei, bilden einen Song, und zwar den Obersong. Okay, und hast du einen Helden? Ja, einen Helden habe ich auch. Ich habe das mal hier auf dem Handy und würde das mal abspielen. Mit Live-Einspielung sozusagen. Und zwar von den Kollegen von Fußball 2000. Die hatten machen immer so einen Videopodcast nach dem Spiel gegen Union. Und die hatten dann als Einleitung, praktisch bevor sie ihren Podcast oder ihren Video, wie heißt das dann? Podcast? Nee, Video. Videocast. Videocast fortführen, haben die von einer Büttenrede einen Ausschnitt gebracht. Und da muss ich sagen, das war eine Büttenrede, wo ich sage, auf den Punkt gebracht. Dann haben wir raus. Super. Die werden wir schützen. Eure Gesinnung wird euch nichts nützen. Ihr nehmt uns die Freiheit nicht. Solltet ihr für jedes Nazi-Opfer eine Schweigeminute gestalten, müsstet ihr 38 Jahre lang eure Schandmäule halten. Es war millionenfacher Völkermord, ihr braunen Wichte, und kein Vogelschiss der deutschen Geschichte. Die Morde von Hanau, die Schüsse auf die Synagoge in Halle, ob Juden, Christen, Muslime, das war ein Angriff aus alle. Wir leben hier zusammen. Die Demokratie wird triumphieren. Dieses Land werdet ihr niemals regieren. Na, das ist dann mal was ganz Feines. Wie der junge Mann heißt, weiß ich leider nicht. War aus Mainz vom Karneval. Ja, der namenlose Held der Woche. Kriegen wir raus. Super. Also ich würde mich da tatsächlich jetzt ein bisschen klassischer fassen. Ich meine, wir haben ja bei Hertha auch, sag ich mal, genug zu tun. Und am Ende dreht sich immer noch alles um Klinsmann. Deswegen Song der Woche definitiv Jürgen Klinsmann immer noch. Sein Abgang, jetzt auch sein Tagebuch und alles, was er da macht, absolutes No-Go. Also da sage ich zum Beispiel auch, auf der Mitgliederversammlung wird er dann hoffentlich mal rausgeworfen spätestens, weil er ist tatsächlich offiziell Hertha-Mitglied, und so kannst du nicht als Mitglied und Trainer, sind sie jetzt Ex-Trainer, umgehen, das geht einfach. Ist der schon länger Mitglied, oder ist der erst eingetreten, nachdem er hier
Amt und Würden übernommen hat. Der war vorher auf jeden Fall schon Mitglied. So, wir müssen ganz kurz, weil tatsächlich, Max, du musst noch deinen Zug bekommen. Was? So ist es, ja. Wir müssen dich ganz kurz aus der Leitung hauen, weil du tatsächlich jetzt raus musst. Danke, dass du zum ersten Mal dabei warst. Das war wunderschön, dass du mitgemacht hast. Und ich wünsche dir jetzt erstmal noch eine gute Nacht. Danke euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht kommen das nächste Mal auch Themen, wo ich noch den einen oder anderen schlauen Kommentar einwerfen kann. Bei Union und Hertha bin ich leider kein Experte. Amateurfußball. Genau, da. Ja, Amateurfußball ist voll mein Ding. Nur ganz kurz, sag mal dein Twitter-Kürzel, wie man dich finden kann. Saubere Schreibe. Wunderbar. Ihr habt's gehört. Genau, es hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Zeit. Und ja, schon mal ein schönes Wochenende. Und man hört und sieht sich. Bis war dann. Ein Erlebnis. Bis dann, später. Maxi. Ja, alles bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, ciao. Ciao. So. Tschüss, lieber Max. Bye, bye. Raus ist er. Das musste jetzt schnell gehen. Sorry. So. Du hast jetzt noch einen Held der Woche? Genau, Held der Woche hat am Ende auch mit Jürgen Klinsmann zu tun, weil es auch für mich zeigt, dass jetzt, sag ich mal, in der Mannschaft bei Hertha durchaus noch Stimmung und Feuer und Zusammenhalt drin ist. Thomas Kraft, der tatsächlich gesagt hat, als er im Training beigehalten hat, dass er seinen Mehrwert steigern müsse. Also dieses Ding mit dem Mehrwert, was wir auch am Anfang dieser Folge gemacht haben, kauft euch mal oder klaut euch mal, nee, klaut nicht. Geht mal in den Kiosk und blättert mal ein bisschen in der Sportbild rum am Bahnhofskiosk und so, da kann man dann mal ein bisschen länger lesen. Lest euch mal das durch, was Jürgen Klinsmann da irgendwie in einem internen Papier an Hertha BSC geschrieben hat. Das ist zum Schießen. Ja, also als Song würde ich mich jetzt auch noch bei Jürgen Klinsmann mit einloggen und mein Held der Woche ist tatsächlich ein bisschen harmlos, ja, weil ich finde es einfach schön, es hat mir sehr viel Freude bereitet, wie Christopher Lenz dieses Chaos zwischen den zwei Frankfurt-Verteidigern, Abraham und wer war der andere, ich komme nicht mehr drauf, genutzt hat, das klassische, ich habe den Ball, nimm du ihn, ausgenutzt hat, reingelaufen ist und den Ball nach innen gepasst hat zu wer hat das Tor gemacht? Anderson. Genau. Das war einfach schön und das hat mir sehr viel Freude bereitet. Genau. Und das war's dann jetzt eigentlich auch schon, würde ich sagen. Habt ihr noch irgendwas Sinnhaftes mitzuteilen, bevor wir sagen, wo man uns finden kann? Nö. Also so, ja, es gibt so viele Informationen, die wir noch loswerden könnten, aber ich glaube, das können wir uns auch für das nächste Mal aufheben. Wir haben jetzt die 2-Stunden-Grenze gesprengt. Ja, gleich reicht. Man kann auch mal sagen, es gibt halt nichts mehr zu sagen. Okay, außer wo findet man euch beim Internet? Also mich findet man bei Twitter und nur ausschließlich bei Twitter. Ich habe weder Facebook noch Instagram noch irgendeinen anderen Scheiß. Bei Twitter EisernRalf. Mich findet man tatsächlich in verschiedenen sozialen Netzwerken, möchte mich ja aber gerne auch auf Twitter beschränken und da bin ich @RobTigarius. Und meine Wenigkeit heißt bei Twitter RealMartinTetze und Plattsport findet man bei @Plattsport und Plattsport findet ihr bei Facebook als facebook.com/Plattsport, bei Instagram bei instagram.com/Plattsport. Und da ihr uns ja schon hört, brauchen wir auch nicht erwähnen, dass ihr auch bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Deezer, bei Stitcher und bei Podigy uns hören könnt und überall, wo es gute Podcasts gibt. So, bevor ich jetzt den Abschiedsknopf drücke, sage ich danke, lieber Ralf. Danke, lieber Rolf. Schön, dass ihr da wart in den Plattsport-Studios. Danke, dass wir hier sein durften in deinem Schlafzimmer, Wohnzimmer. Was auch immer. Arbeitszimmer. Studio, Arbeitszimmer. Genau. Und bleibt sauber, bleibt gesund. Ihr da draußen auch. Schön, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder an einer anderen Stelle irgendwo. Bleibt standhaft. Genau. Bis bald. Tschüss. Eisern. Ciao.
Sport. Der Sportpodcast.